zu funktionieren. Wir haben es geschafft, in eine Gruppe zu kommen. Haben jetzt auch schon ein bisschen rumgetestet. Es funktioniert. Hoffentlich. Toi, toi. Ja. Ey, cool, der hat ein Surfbrett. Arsch. Der ist schon ein bisschen neidisch, ne? Überall Spoiler. Eine Kiste. Salbe plus. 70, ja, okay. Willst du erst noch die Salbe looten? Sehe ich da nur rumstehen? Okay. Im Kampf, na klar. Okay. Das ist Masi. Feuer, ne? Ist effektiv gegen mich? Ja, ne? Feuer ist effektiv gegen Kristall. Nee, ach nee, Kampf. Kampf ist effektiv gegen Kristall, auf jeden Fall. Sollte ich wechseln? Er hat nur eins, komm. Hau rein. Müsstest du nicht effektiv gegen den sein, ja, ne? Du machst Heilung in der ersten Runde, okay. Ich hatte mir so wahnsinnig viel Leben. Mhm. Autsch. Oh, cool, Attacke. Sieht. Ja. Wir sind schon hart beschädigt auf jeden Fall. Ja. Okay. Jetzt ist der andere nicht K.O. gegangen. Sehr gut. Ja. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich hab gleich keine mehr in meinem Dreier-Team, das vorne war. Hoffentlich tötest du ihn jetzt, bevor er mich tötet. Ja, eigentlich schon. Ja, ich denke schon. Hat Spaß gemacht. Achso, wollten wir nicht Temtem tauschen? Temtem tauschen? Ja. Achso, ob die ja, mehr Erfahrung geben, ne? Dafür sollten wir erstmal Temtem. Oh. Warum? Ich hab doch nichts. Ich hab mich nur einen halben Meter bewegt. Wo ist denn der? Unten, oder was? Aha. Warum kämpfen wir nicht ein bisschen? Wir kommen um den Kampf nicht herum, also. Naja. Oh, oh, oh. Ah, Poretta. Der war Wasserkampf. Ich kann nicht effektiv gehen. Hm. Wird nicht heilen, wenn du Heilung hast. Der hier ist effektiv dagegen, das ist deiner. Gift ist effektiv gegen Wasser, deswegen. Oh, sehr gut. Dann hier ist auch noch ein Bonus. Yay. Gut. Du machst das schon. Ja, da war ruhig. Ich hab keine Temtem mehr übrig, aha. Und? Was? Was denn? Schaden gemacht. Ja, weil es keine Step-Attacke ist, weil der selber nicht Gift ist wahrscheinlich. Weißt du? Ja, aber das ist mal zwei Schaden. Ja, aber das macht nicht 50% mehr, weil es nicht vom eigenen Typ kommt. ich werde mal meine Viecher heilen, oder? Ich wechsle das ganze Team. Ja. Nur zu dein Dingens. Deine Temesense-Flasche. Sollte ich. Ja gut, wenn es dann noch drei Inseln schon gibt, oh Gott, dann freue ich mich ja richtig. Ich dachte schon. Mhm. Du hast übrigens Dream Schedule falsch geschrieben, glaube ich. Weil hier auf deinem Ding sehe ich grad. Das ist Absicht. Das ist gewollt. Achso. Wegen. Ah, okay. Weil ich doof bin. Die hat uns jetzt angequatscht hier? Ja. Nein. Oh. Weil ich jetzt jedes Mal, wenn ich lese, an Kongo Panda denken muss. Skidush. Geduscht, ja. Das ist auch der Grund natürlich. Oh, da ist ein Rohbild drin, das habe ich gesehen. Ja. Genau. Ja, normal mache ich weg. Plupp. Ja.
Das da. Ja, die Goblins. Eine der Masken hatte ich auch damals verändert und benutzt dann für Gildenlogos. Okay, cool. So, Items, Item. Aha. Eine Rauchbombe. Cool. Ach, zum letzten Temporium. Temporium zurück. Ah, sehr gut. Die hätten wir auch schon kaufen können für 250 oder so, also richtig viel Geld. Oder 120? Hab ich. Mitgenommen, die beiden Eltern? Ja. Okay. Da ist nichts. Also, Voider. Da ist ein Trainer. Hier können wir den Kämpfen sogar ausweichen. Was soll das denn? Hups. Warum? Ja, nee, ich wollte die Kämpfe auch machen, aber. Ja. Naja, zur Not kommt man zurück oder so, aber ja. Du Kamo. Bin gegen keins effektiv. Ich finde die kleinere Version irgendwie besser bei vielen Sachen bisher. Weiß nicht. Ich bin gegen Wasser nicht effektiv, das ist irgendwie doof. Also sogar richtig schlecht, oder? Relativ. Ja. War Gift gegen Wasser effektiv? Nee, weil die auch Gift sind, ne? Nein, die sind nicht Gift. Gift ist effektiv. Okay. Wir haben nur leider noch kein Gift-Pokémon, dass das dann auch wirklich noch gut wäre, ne? Au. Ja, dann ist mein Fiat weg. Ah, ne. Die sind nett zu mir. Krieg sogar Bonus. Ich will keinen Schaden machen. Wow. Die Kristallkraft ist echt cool, tatsächlich. Hm. Ich greife mal den, der eh schon geschwächt ist. Ja. Mit an. Na, bevor K.O. gehen sollte, wechselt der Angriff sowieso automatisch. Mal schauen. Ah, guck mal. Das ist von mir ein Bonus. Ja, ja. Wind halt, ne? Und da ich auch so viele Winddinger habe, macht nichts, dass er tot ist. Wobei, wenn wir hier noch lange in der Höhle sind, dann macht das schon was. Hm, naja. Ja. Aber irgendwie ist Crystal jetzt von den starken Pokémon, die ich habe, Tim, die ich habe, ist das schon mein schwächstes. Irgendwie ganz komisch. Das hier mag ich am liebsten, weil halt, also Elektro ist ziemlich gut. Oh, das will ich haben. Das ist super. Ich töte mal so Karma, hoffentlich. Ah! Das nicht reicht. Ich hätte ihn anders erst angreifen sollen, weil das Okama eh nichts gemacht hätte. Das hat ja keine SP gehabt, ne? Ah, oh, Elektro. Au. Speeddown, das ist ja fast egal. Dann ist der Elektro. Was mache ich denn gegen Elektro? Mit. Mach mal Elektro. Ich guck mal. Ja. In dem Loading Screen ist er hinten rechts irgendwo auf jeden Fall. Okay, es ist wirklich Elektro. Gut. Wenn er nicht danach aussieht, außer vielleicht, weiß nicht, das Ding auf seinem Bauch vielleicht? Der Witz auf dem Bauch, wollte ich gerade sagen. Ja. Der nicht nach Elektro aus. Halt. Und Witz auf dem Kopf. Aber Wind ist dann auch schwach gegen den, oder? Dann hätte ich eigentlich wechseln sollen. Ah. Er ist effektiv gegen dich, ne? Aber er macht's zum Glück nicht. Der Elektro ist effektiv gegen Psycho, ja. Warte. Damit habe ich nicht gerechnet. Da müssen wir jetzt ganz schnell wegmachen. Auch die Hälfte. So. Wechsel ich jetzt? Ja, der greift vor dir an. Nee, mach auch bitte drauf einfach. Ja, mach ich. Das ist nicht reicht. Oh, bringt er mich jetzt vorher noch um. Nein, der macht doch gar nichts, der hat doch keine SP. Ah ja, stimmt. Oder. Der bringt ihn auch um. Und tötet sich selbst damit, oder? Ah, fuck. Der Gegner hat noch welche. Der kann noch machen. Nee. Hä? Was? Oh. Zu 0-1, glaube ich, noch. Ja. Hat er ja schon früher reingeholt. War ein harter Kampf. Oh. Rucksack, Beleber. Wieso warte? Weil ich gerade am Beleben bin. Nee, also das heißt, ich bin Zugpferdskampf reingelaufen anscheinend. Ja. Oh, zwei Skaltief. Ja gut, ging nämlich immer effektiv. Mhm. Na gut, ich habe den gleichen Angriff. Sehr gut.
Sepp. Wie man sieht, ist Erde nicht sehr effektiv gegen Wind, gegen, ne? Sachen hier. Ja. Das gibt ja auch Sinn. Bodenattacke sind keine Gegenluftattacke, nicht so effektiv sein. Hm. Ja, na gut. Gut, das ist ja trotzdem. K.O., die gehen nicht tot. Ja, die gehen zurück in ihre Karten in der Wildnis. Ja, was ist das denn? Attacke bekommen? Beta-Ausbruch. Eine mächtige Beta-Welle, das Ziel mit subatomaren Teilchen bombardiert. Okay. Aber nur ein Ziel dann, hm? Tja, ja. Was jetzt noch, Psycho? Entwickle ich mich jetzt endlich? Nein, immer noch nicht. Level 20 auch nicht. Ich nehme mal was Schwächeres mit rein. Upp. Das ist mein Platz. Aha, okay. Das wollen wir erstmal sehen. Ui. Okay, ich mache auch mal Sky weg. Ich hole mir mal meine Beta-Bombe aus, weil die aus irgendeinem Grund kein zweiter Runde-Angriff ist. Der war Natur, der linke, ne? Der linke war Natur, ne? Ja. Vogel war aber nicht effektiv gegen Natur. Also das Reiz und die Ausdauer. Ja. Okay, gut. Aber du bist zuerst dran. Ja. Ja, das ist kaputt. Das war sehr schnell. Ja. Okay. Der andere war ja schon tot. Hm. Ja gut. Jetzt nochmal, ne? Nee, kann ich nochmal. Naja. Nee, kann ich nur. Haben wir verklagt. Ich mach schrilles Kreischen auf beide auf jeden Fall. Okay. Hm. Okay. Tötest dir auch damit. Das andere war voll die Verschwendung eigentlich, ne? Ja, ja. Aber zum Ausprobieren natürlich. Ja, ich muss mal getestet. Angriff senken. Hm. Also, den kann ich mir eher für Gegner aufheben, wo ich dann nicht so stark gegen bin. Mhm. Wenn ich jetzt aussetze, kann ich dann nächste Runde wieder schrilles Kreischen machen? Ich glaube ja. Ich muss aussetzen. Hm. Au. Eine Runde verprügeln lassen. Ja. Von Ihnen, die verprügeln auch mich! Was soll das? Oh Mann. Warum? Das geht, ne? Ja. Greif jetzt beide an, also müsstest du einfach nur den unteren, glaube ich. Okay, das reicht. Mal gucken. Hoffentlich. Gut. Er bufft sich einmal. Aha. Das macht jetzt wahnsinnig viel Schaden bei dem. Ach, das ist ja gemein. Das ist ja richtig gemein. Ich töte meinen oberen. Ja, ich muss aussetzen. Hm. Kubai hat sich vor Erschöpfung selbst verletzt. Hm. War nur ein bisschen. Ja. Damage ein bisschen runter. Ist ja nicht schlimm. Jetzt muss ich aussetzen. Ich mal angewöhnen, am Anfang des Kampfes immer einen einzuschläfern, dass man zwei Runden Ruhe hat. Mhm. Dass auch mal eine Menge Damage rausnimmt. Ja. Ein Schläfern habe ich gar nicht mehr. Bei irgendeinem hatte ich das aber. Ich glaube bei dem Vogel-Ding, bei dem Pharaoh Rock oder so. Mhm. Lamm, ey. Gut. Warten auf, was? Ring, 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 ring. Achso. Oh, sorry. Hm. Oh, wieder die Scale. Ist okay. Ich kann ja schön one-shotten. Achso. Welchen machst du? Ich 12er.
dürfte okay. weg sein. Mhm. Ja, du greifst ja eh zuerst an, aber ja. Ich verstehe nicht, warum das eben Federgatling heißt, wenn du nur einmal angreifst. Warum gibt es dann keinen Angriff, der irgendwie mehrfach hintereinander, weißt du, was ich meine? Ja. Wie das halt früher auch war mit Furie und genau. Fuchtler und sowas. Und Bienenhieb da, nee, wie heißt das? Verdammt, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Bibor gemacht hat, keine Ahnung. Was, Stich? Nee. Ja, ja. Nadelangriff nee. Irgendwie, Aufwecker. Nadel, ja, Nadel könnte sein. Oh, das ist ein Item. Ja, doppelte wilde Kämpfe, weil wir zu zweit sind. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil es ein bisschen Fakten hier noch gibt. Ich ja. Chance, meinen Level abzukriegen. Ich auch ganz gerne mal die, ja. die Entwicklung sehen würde. Ja, bestimmt 25, ne? Dann. Oh, der lebt noch. Nicht mehr. 25? Ja, wenn ich gelesen habe, irgendwie was von wegen 20 Level weiter oder 19 so bei den Startern. Ja, muss ja 21, dann müsste so um 21 rum sein. Ja, aber man startet ja mit Level 5 oder so, ne? Ah, ja, stimmt. Oh. Also deswegen weiß ich nicht genau. Und wo willst du hin? Das hast du aus Item geholt? Also ich bin ein Item. Achso. Eine Salbe. Hab ich geholt, glaube ich. Ja, nee, hab ich nicht. Scheiße. Aber man wird mitgezogen auf jeden Fall, ja? Gut, gut zu wissen. Ah? Kannst du jetzt da reingehen? Cool, ja, danke. Hab doch. Hattest du denn die Salbe schon? Ja, die hab ich mir geholt. Achso. Ein Scale. Wenn es immer nur eins ist, sind sie auch One-Hit. Also ist ja super, eigentlich. Ja. So, ja, ein bisschen EP. Wenn es eh nur eins ist. Hast du einen Ghostbuster-Strahl rausgeholt hier? Quasi. So ein bisschen sieht das so aus. Kommst du vom Dojo? Nö. Okay. Was ist das? Der oben ist auf jeden Fall normal, der unten ist direkt Wasser. Das linke ist normal auf jeden Fall. Ja, ich probier mal was aus, ich versuch mal über mein Ghostbuster Strahl den Wasservieh zu kriegen. Also du machst jetzt das Wasservieh? Ja, ja. Okay. Der wird nicht One-Hit sein, glaube ich nicht. Ich dann greife ich den anderen an, dann kann ich nächste Runde geschrilles Kreischen machen. Ja. Hoffentlich. Oh, ich hätte den angreifen sollen, echt? Verdammt. Krass. Ich hätte auf Tataru gehen können, dann wäre der One-Hit gewesen. Ja. Ah gut, die greifen mich an. Ich nehme jetzt Tataru. Genau. Ist der weg. Und dann hoffentlich töte ich den anderen. Ja, shit. Ah ja, meine E-Attacke ist immer im falschen Moment. Ich hab dir gesagt, dass ich das nicht wegmache. Ich bin ja normal effektiv. Oh Gott, zweimal Elektro. Vielleicht solltest du wechseln. Vielleicht sollte ich wechseln. Ach, dann kriege ich mich effektiv, stimmt. Oh je. Ja, dann werde ich wechseln müssen. Was nehme ich denn da? Ich hab nichts, was da kick. Scheiße. Ja, solltest du vielleicht bleiben, wie du willst. Shit. Ja, ich heil mich. Was mach ich denn? Wind ist ja auch nicht effektiv hier. Das ist dumm, ey. Hier, probier mal. Du solltest dich auch einfach heilen. Damit zögere ich nur das Unvermeidliche hinaus, also. Macht nichts. Ich hab gerade überlegt, ob ich wechsle das Temtem, aber. Naja. Lass ich lieber sterben und dann wechsle ich. Das ist auch ein Elektro, das müsste doch dann zumindest. Ja, könnte ich auch machen, aber dann hätte ich ja nur nicht effektive Attacken. Ja, welchen nehmen wir jetzt? Greif den unteren weiter an, bis er tot ist. Damit wir noch einen haben. Du kannst ja Hypnose machen, ne? Ja, mach ich auch. Ah, stimmt, hätte ich auch machen können. Das ist sinnvoller gewesen, glaube ich. Aber das sieht doch gut aus. War einer weg gleich. Au. Hat jetzt eh auswechseln, also ich würde wechseln an der Stelle, wenn das überlebt. Okay, gut. Nee, dann greife ich lieber an. Kann ich besser. Du hast ja nicht Ausdauer und so, deswegen. Ja, stimmt. Oh, stimmt, du hast recht. Na gut, aber gegen was wechsle ich denn? Ja. Hier ist nichts, wie was auf jeden Fall K.O. gehen wird, wenn ich Pech habe. Ja. Zum Glück haben die keinen Kettenblitz.
Bei zwei von denen wäre das schlimm geworden. Ah. Oh. Ja. Der ist mir egal. So, auf Morishol drauf. Wenn er K.O. geht, dann geht er halt gleich K.O. Kann ich nichts machen. Ja. Und? Macht sich nur schneller. Ach, er bufft sich. Okay. Sehr gut. Nee, höher Attacke. Dann kriegen wir den jetzt einfach mal weg. So. Ja. Was? Der ist schneller als ich, warum? Ach, da vorhin nicht. Achso, weil er sich gebufft hat. Ja, aber da stand der Spezialangriff, aber Funken macht eigentlich Geschwindigkeit, ja. Ah, okay. Also fehlerhaft, ja. Ja. Ein Glück. Ja. Ophir wird unten gefangen gehalten. Okay. Wacht den Flugweg. Danke. Gut. Ist eigentlich, wenn ich jetzt mich heile, heile ich dann eigentlich auch eine mit? Warte mal. Mit der Temtem Essence? Ja. Nee. Oh Gott. Nee, teile ich nicht. Schade. Moment, auswechseln. Was? Nein. Will die Gruppe nicht verlassen, dankeschön. Hm. Wollt doch nur looten. Ja, okay. Ist okay. Ich hätte ja gern nochmal das Ding hier, ne? Mit dem Horn da gesehen. Das Eisding. Wasserding. Ja. Wir sollten nochmal zurückgehen, da wo Wasser war. Nee, wir sollten erstmal dahin, wo das nächste Center wäre. Achso, ja gut. Oder zurück zum letzten Center. Yep. Okay. Eben so rangesippt. Ja. Naja, direkt reingeflasht. Ja. Zeit hat Kamm. Natur. Bin ich gegen irgendwen davon effektiv? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das obere ist Kampf Wasser. Untere ist Natur einfach nur, ne? Okay, Flug vielleicht? Weiß nicht. Guck ich mal. Greife ich das mit an? Hm. Ja, sehr gut. Ja. Hätte ich mal irgendwas gegen das doppelt effektiv mit, so wesentlich witziger. Doppelt effektiv? Also mal 4? Ja, also Natur, Kampf oder sowas. Au. Hm. Ist gegen Natur effektiv? Ja, ich bin nicht Natur gegen normal. Achso. Ich mache jetzt Hypnose auf wen? Auf den. Na, gegen Blitz bin ich nicht effektiv. Dann machen wir den Hypnose. Dann mach den anderen. Gut. Ich finde das vor allem. Ah, lol. Ich finde das vor allem gut, dass Hypnose hier nicht fehlschlagen kann. Jetzt, ja, doch, also, nein, die, also... Doch, wenn die eine Fähigkeit dagegen haben. Ja, aber, also normal nicht. Es ist keine Chance von 70% oder so. Nee, weißt du? Wie bei Pokémon. Kein Zufall. Hm. Ja, machen wir mal Windklinge. Mhm. Ich benutze ja Items fast gar nicht. Immer so einfach für einen schlechten Moment aufheben. Oh, okay. Verdammt. Wäre vielleicht eine Idee, soll ich vielleicht mal machen. Aber. Au. Nicht gut. Wechsel mal aus, anstatt Runde auszusetzen. Okay. Ja, ich mach Sarko einfach weg. Ja. Nur einer weg. Da würde mich wahrscheinlich das Elektro-Ding umbringen, aber okay. Ich meine, theoretisch hätte er so viele Ziele, wo er effektiv wäre. Hm. Hä? Siehst du? Keinen Schaden gemacht? Doch, du hast getötet. Ah. Nee, bei dir. Ah, doch, ein bisschen. Das war ja mit fast voller HP reingewechselt. Soll ich den greif mal das noch mal einschläfern? Ja, mach mal. Ich greife mal das Wasservieh an, weil ich dagegen effektiv bin. Mit Gift. Was? Also er macht sich ja.
Er macht sich schneller, obwohl der Spezialangriff steht. Oh. Kann noch schneller schlafen. Schlafen macht er gar nichts. Danke. Regenschirm. Oh, hätte ich nicht tun sollen. Wieso? Keine Ausdauer. So. Autsch. Ah. Oh yeah. Jetzt auswechseln. Soll ich es vergiften oder? Ja, machen wir mal. Ich glaube, die machen mehr Schaden, als wenn ich direkt mit Gift angreife. Ist das nicht jetzt von ihm? Schneller. Ja, ist doch eh als erstes dran gerade. Ja. Hab ich dafür nicht so. Ja, Rischol. Ich weiß nicht. Ja. Ich meine, ist das normal effektiv und nicht ineffektiv? Ja. Na, sollte jetzt weg sein. Ja, ich bin immer noch schneller als er. Yeah. Wir wurden geschlagen. Ins Gesicht. Sieht ein bisschen aus wie Polizisten eigentlich. Also. Ja. Ach, Item. Ja auch? Nee. Hier geht's weiter. Verdammt, dann hätte ich unten zuerst gehen müssen. Ah! Okay. Falsch in die Richtung. Ein nach rechts. Okay. Wo geht's weiter? Hier. Alles von mir ist so beschädigt. Nee, Moment. Wo ist denn die normale Salbe? Finde ich gerade nicht mehr. Ach nee, was? Neueste? Salbe da. Okay. Mhm. Wenig in der See, weißt du? Ja, ja. Tja. Okay. Da die Jungen, okay. Ich hätte austauschen sollen. Ja. Er hat das Windding auf jeden Fall an. Ja, das Windding, das Wasserding, ja. Umishi. Ja, welchen greifst du an? Okay, dann mache ich das andere Hypnose. Na, perfekt, kann sogar noch machen. Nur ist das so eine sehr späte Attacke, ne? Eine Priorität anscheinend. Weil es auch von der Grundgeschwindigkeit abhängt. Ja, auch. Ja, Pech. Ah. Aufgekratzt. Okay, kannst du dich einstippern. Ja. Ah, verdammt. Ja, Wasser wieder, ne? Erstmal. Ja. Aber ich vermute, dass mein Temtem gleich stirbt. Mal gucken. Oh ja, an Erschöpfung auch. Ja. Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Weil, ja, war es auch egal. Ja, also, ein bisschen. Bis ich noch sage, ist gegen beide effektiv. Ja. Hast du dann dein Roundhouse Attack oder was? Soll ich? Mache ich nämlich auf Parallax. Ja, aber das trifft dich ja auch, oder mich, oder. Ja, soll ich das machen? Okay. Das bringt mich ja nicht ganz um. Ich bin ja, glaube ich, bin nicht gegen. Ich hab's mit auf mich gemacht. Okay. Au. Dass er noch nicht tot ist.
Ja, Pharax sind sehr stabil. Also, sag ich ja. Sepp. Mhm. Hätte das gedacht. Die sind ganz gut. Wechseln? Ja, gegen was wechsle ich denn? Ich habe nichts, was ich wechseln könnte. Scheiße. Ja, hoffentlich ist jetzt so ein Center hier oder so. Das wäre super. Sonst müssten wir zurücklaufen mit Rauchbombe oder so. Ja, oh, fuck. Eher nach Bossraum aus. Ja, nochmal zurück oder was? Soll ich Rauchbombe mal nutzen und mal gucken, was passiert mit dem Party? Ja, kannst du machen. Wir sind beide zurück. Cool. Ja, sehr gut. Einmal voll heilen, bitte. Ey, ich habe überlegt, ob ich mir jetzt einen Kaffee kurz mache. Ja, mach ruhig. Also willst du so lange aus Party und dann kannst du hier trainieren oder so? Ne, ich mach auch einen. Okay, dann bis gleich. Jo, und bis gleich, lieber Stream.
So, wieder da. Na, läufst du schon rum? Mehr oder weniger. Ziehst du mich durch die Gegend? musst du noch heilen? Nee, hab ich. Alles gut. Okay. Ja, ich wollte nur, ich habe jetzt ein paar andere Pokémon mitgenommen. Ja. Wolltest du trainieren eigentlich nur, oder was? Also ein bisschen, ja. Mal gucken, ob ich trainieren kann. Überhaupt. Ich sollte gleichzeitig mit dir rumlaufen, damit das besser geht hier. Ja, wahrscheinlich ganz gut eigentlich. Können wir wieder da runtergehen in den Keller da, oder was? Ja. Dort. Nochmal nur noch das eine Wasservieh fangen können. Für mich? Hier. Das hat nur mal eins kommen. Das ist mir kommt irgendwie nichts. Ja. Ah, oh, ein anderes Wasservieh. Wasserkampf. Wäre auch nicht schlecht, ja. Ja. Ja, so. Gucken, dass wir es nicht töten. Ah, ich bin auch Kampf, okay. Hat Formus Kampf? Ich hoffe, meine Kampfattacke. Okay. Also, bei dem, was, wo es sich auch hinentwickelt, würde ich vermuten, dass es nicht Kampf. Das hat einfach nur die Attacke. Aber ich weiß es halt nicht. Oh. Naja, wenn das Wasser ist, sollte passen. Versuch's mal zu fangen dann, ne? Ja, mach mal. Okay. Da. Ja. Gut, dann muss man sich einigen, ne? Ah, okay, cool. Okay. Gut. Dann mach du das, ich mach gar nichts. Ja. Kannst du bestimmt nochmal Wasser benutzen sonst? Ja, ich benutze es anders. Okay. Wenn das jetzt schief gehen sollte. Oh, das sieht auch gut aus. Mhm. Gizet. Was? Giftaffinität. Das Temtem greift mit Gifttechniken an. Was? Seine Eigenschaft. Okay. Also vergiftet das, wenn es normal angreift? Das ist ganz schön mächtig irgendwie, oder? Ja, eigentlich schon. Ey. Na. Ihr seid doof. Wobei nichts Effektives dagegen war. Ja, den unteren zuerst oder den oberen? Oh, unteren. Okay. Au. Au. Oh, man hört mich kauen. Ich habe hier so eine Karotte. Scheiße. Nicht so schlimm. Und der Pegel schlägt aus, wenn ich zukaue. Das ist ja nicht so geil. Ja. So ist besser. Gut. Das ist praktisch so, dass ich meinen Mikrofon hochklappen kann, wenn ich es möchte. Das ist automatisch deaktiviert. Ja. Oh. Nee. Oh. Stirb. Danke. Du musst dann schon gleich wieder ändern, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Team. Ah, ist das schon weiterentwickelt? Wann entwickelt sich das? Ja, habe ich das mit Level 11 oder 10 oder 11 oder so. Das habe ich entwickelt gefangen tatsächlich. Achso. Aber dich will keiner. Dann können wir zumindest hier ein bisschen rumrennen, bis ich noch die App habe und noch den Dings. Ja. Eine Naturattacke. Meine richtige. Oh, was? Du hast eine Attacke, die Natur ist? Vielleicht soll ich das Ding auch nochmal leveln, aber weiß nicht. Ist das eine 1 zu 10 Chance oder was? Oh Mann. Ihr fliegt die effektiv, ne, ne? Ich bin nicht effektiv, ne. Gift auch nicht, ne. Welchen nehmen wir? Unteren wieder, ne? Komm. Okay.
Ui, das ist ja richtig effektiv, weiß. Oh, das reicht nicht. Hypnose lohnt sich trotzdem nicht? Dann nehme ich den unteren und dann mach den oberen weg. Achso, bist du zuerst dran? Also, Oh, ja, egal. Ja, so, Haha, Schwarzschlag. Ups. Der ist tot. Was? Nee, was? Ach nee, Level Up. Hier. Längst nicht. Hm. Also ich mache einfach gar keinen Schaden an denen. Das ist echt cool. Ja, auch keiner mir, aber. Ja. Ich hab jetzt keine Ausdauer mehr. Nervig. Scales Zorn. Ja. Yeah. Reicht. So, Wo kommen jetzt Leute her? Surfbrett von unten. Ah, guck mal. Ah, cool. Nice. Okay, wie machen wir es zuerst? Bist du ja effektiv gegen die, ne? Jeder greift einfach einen an. Dann gucken wir mal. Okay, ich bin gegen FOMO effektiv. Ich greife den mal nicht an. Okay, dann mache ich Bobo klein und du den anderen, ja? Ja. Sehr gut. Ui. Was ist effektiv gegen das da? Ja, nee, anders bleibt es effektiv gegen das. So, Ente. Ente meins. Einen haben wir. Ah, ich hab auch Gift affinitiert. Ich weiß gar nicht, ob die verschiedene haben können. Ja, passt. Jetzt mal gefangen. Naja. Ich wusste nicht, ob sich die Karten dann nicht trotzdem im Gehege kommen. Aber hätte man ja mal testen können. Ja? Ich weiß, jetzt habe ich die EP alle allein bekommen. Oh nein! Nee, das ist deins. Nee, warte mal. Ich muss eins von meinen nehmen auf jeden Fall, sonst kann ich ja nicht fangen. Noch einfach Ganki. Seht ihr nichts. Nee, wer weiß vielleicht, ne? Phantom. Ja, guck mal, hat doch geklappt. Hydrolog. Warten auf Mirelle. Ja, gut. Dann können wir erstmal wieder raus, oder? So die Richtung. Also hier haben wir ja alles gefangen erstmal, ne? Können wir Richtung Ausgang eher kämpfen, würde ich sagen. Gut. Okay. Okay. So. Oder Richtung Eingang eher, so meine ich, ne? Also, hier kommen gar keine, doch, oder? Entschuldigung. Das war nicht. Da wollte ich nicht hin. So verwirrend irgendwie, wenn man mitten im Lauf irgendwie. Hier lohnt sich halt bei denen nicht so richtig, irgendwie weiß ich auch nicht. Da müssten wir ganz schön Loadinger haben, damit sich das lohnen würde, wahrscheinlich. Ja, die sterben halt sofort. Ja. Au. Oh. Den machst du den unteren oder oberen? Mach den unteren jetzt. Mano. Na, nein. Ah, okay. Hast du schon den Viecher dabei, wo du weißt, okay, die werde ich nachher auch wahrscheinlich noch haben werden? Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ist das schon etwas, wo du denkst, ah, die werde ich auf jeden Fall im Team behalten? Die sind zu knuffig oder so? Mein Main sehr wahrscheinlich, und Rest weiß ich noch nicht. Ich mag Ganki bisher, also weil Elektro halt auch so effektiv ist momentan. Ja. Team. Wahrscheinlich mein Starter, aber den mag ich eigentlich nicht so, ehrlich gesagt, das ist ganz komisch. Echt, finde ich echt witzig. Ja, deiner, aber also meiner ist irgendwie nicht so. Mal Crystal auch. Ja, mal kurz mal rausteilen. Ja. Wollt ihr denn jetzt mal was tauschen dann auch?
Unser Formios zum Beispiel oder sowas? Können wir machen. Formu, ja. Du kannst weg. Handle mit Jo. Warte. Was nehme ich denn raus? Ja. Das ist mir egal. Hast du Pegepick schon, eigentlich? Ja. Okay. Ich glaube, die du hast, habt ihr eigentlich auch ziemlich alle. Okay. Außer, hab ich keinen Key? Ich hab keinen Key gar nicht. Ne, Gang-Key hab ich nicht. Oder immer. Was nehme ich denn raus? Okay. Handeln. Wie nehme ich das an? Ist gerade weggegangen. Achso. Machst du nochmal oder soll ich? Oder so? RT. Ja, unwahrscheinlich. Jeder Tausch ist permanent und endgültig. Krämer können einem Tausch nicht dringlich geben. Also, ja. Danke. Okay. Temtem. Also die beiden Starter gehen nicht, natürlich. Ah, es kann auch aus der Box getauscht werden. Formu, ja? Oder Seipat, oder? Formu. Okay. Ich kann dir sogar Geld geben, rein theoretisch. Ich würde auch Seipat tauschen wollen. Ja, okay. Sind ja beide etwa gleiches Level, ne? Ja. So. Ich deine? Unten. Ah, okay. Was? Ich krieg Level 10? Das ist ja krass. Wie mache ich denn? Wie komme ich denn da unten zum Breit hin? Ach, nehme ich die Maus. Nehme ich die halt die Maus hier. Nicht bereit. Ach, da oben. Ach, da oben hätte ich gucken müssen. Auch schon erfolgreich. So. Jetzt wollen wir mehr IP kriegen? Bin ich mal gespannt. Ja, das frage ich mich auch. Ich will Seipat auf jeden Fall trainieren. Kampfwasser klingt nach einer guten Mischung. Oh. Wenn er vor allem jeden Angriff auch noch vergiftet. Guck, wie er aussieht. Ja. Ah, super. Mit seinem Seil durch da läuft. Ey, das ist wirklich super. Warte mal, hier geht's aber hoch. Oh. Haben wir da eigentlich schon? Ich glaube, ja. Hier war Loot irgendwie, hier in der Ecke, glaube ich. Ja, stimmt. Na, jetzt. So. Ja, nee, ist runtergelaufen, okay. Ah, jetzt. Endlich. Ach, ihr wieder. Ja, ich bin gespannt, ob die jetzt. Knack, knack. Mehr kriegen. Okay. Also die Kampfattacken, die kann ich noch nicht einsetzen, weil die erst nächste Runde sind. Mhm. Wasserklinge. Greift den unteren wieder als erster immer. Das hat nicht vergiftet, okay. Ich mach jetzt mal Karate. Nee, jetzt. Das. Hast du den oberen oder unteren wieder? Den oberen mit Karateschlag. Ich hoffe, Kampf ist effektiv gegen normal, so wie im Pokémon. Nein. Okay. Das ist auch nicht vergiftet, also ich weiß nicht, was sein Spezialding ist dann. Vielleicht seine Giftattacken vergiften? Er hat keine, aber. Hä? Der hat sich jetzt gerade regeneriert. Schön, der. Der obere. Aha. Mit seinem Kollegen scheinbar ging's klar. Den würde ich mir, glaube ich, ganz gerne gleich mal fangen. Du weißt, was Plünderer ist. Okay. Brauche ich jetzt einmal. Wow. Wenn der überlebt, ne? Ja, ich hoffe. Könnte klappen. Ja. Aha. Fangen. Aha, Salbe ist also vor der Temtem-Karte. Gut zu wissen. Der Heilungseitem ist fast immer irgendwie als erstes. Was? Hat sich ohne Mühe befreit. Wow. Was? Was war das für eine Attacke? Weiß ich nicht. Ja, der kann sich heilen, indem er Loot klaut. Also ja, cool. Klaut von Leuten. Den kenne ich tatsächlich ganz gerne. Das ist ziemlich. Ja, mach. Ich starre ihn einfach mal an. Kannst du irgendwie debuffen?
Anstarren, ja. Aber kommt dann danach theoretisch. Gut. Mireille haben Scale gefangen. Stellt 20% der maximalen EP wieder her, wenn ein anderes Temtem kampfunfähig wird. Das ist ziemlich mächtig, ehrlich gesagt, ja. Das ist ziemlich geil. Ein anderes Temtem, also das muss ja nicht mal deins sein, ne? Das ist, Ich glaube, den werde ich mir mal eben schnell. Was hat das denn mein anderer? Warte, ich hab noch einen Skull dabei, hat der das auch? Ihm? Skull? Ne, der hat Zorn. Ja, den hole ich mir dann mal eben kurz aus der Bank. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Aber das ist echt, wenn man dem Level, das ist echt ziemlich geil. Jedes Mal 20% AP, wenn ein anderes ohne K.O. geht, das ist glaube ich gleich mein neuer Main. Das ist ja richtig hardcore. Könnten wir noch eine Rauchbombe kaufen, ehrlich gesagt. Wollen wir die auch so eins fangen, wenn wir noch eins finden? Ne, ja, passt schon. Ich fand normal jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Auch Zorn. Ja, wer weiß, was wieder noch werden ist. Jetzt kann ja keiner auch irgendwie normal Kampf werden oder so ein Kram, ne? Rückgehaltener Groll. Das ist richtig, richtig guter Angriff eigentlich. Seine Werte, verstehe ich nicht so ganz. So viele Vögel, aber ich will keinen davon wegtun, weil die momentan so stark sind. Weißt du, was SVs und TVs sind? Das eine sind die natürlich sind, sozusagen. Ja. Ich glaube, das sind SVs, bei Pokémon auch. Und die anderen sind die du durch Kämpfe kriegst. Okay. Durch die Kämpfe, die kannst du insgesamt 1000 kriegen, aber pro Wert 500. Aber du musst halt nachgucken, theoretisch. Wahrscheinlich ist das in der Tempedia mit drin. Welches Ding, wie viel... Hier, TW-Anstieg. Hier, wenn du jetzt in dein Wikipedia gehst, ne? Deine... Ja. Dann steht da zum Beispiel bei Tateru, steht da, dass du 2 Ausdauer du kriegst, wenn du ihn tötest, sozusagen. Also 2 Ausdaueranstieg, was auch immer das heißt. Wenn du ihn in der Wildnis dann verhaust, so. Hä? Hab ich jetzt was? Nein, nicht 2 ganze Ausdauer, sondern irgendwie 2 Ausdauerwert halt, warum auch immer. Ja, so funktioniert es bei Pokémon auch, frag mich nicht. Also dann, nicht, ne? Okay. Ja, aber ich bin immer noch so. Ja. Dein Enter hat übrigens 2 verschiedene Farben, das ist ziemlich witzig. Ja, ich mein, was? Da, wenn die Teile aus dem Kopf rausgucken. Ich seh mein Pokémon gar nicht. Warte. What? Nein, das ist ja merkwürdig. Moment. Okay, ich seh da jetzt. Ja, vielleicht müssen wir mal die Zone wechseln. Jetzt ist es wieder da, okay. 2 verschiedene Farben? Wie meinst du? Ja, da, ja. In dieser komische Schal, den er trägt. Bei meinem Normalvieh ist irgendwie alles auf Null. Also irgendwie kann da irgendwie scheinbar gar nichts. Ey, lass das. Karateschlag oder? Das ist irgendwie alles nicht effektiv, ne? Das ist irgendwie doof. Ach, Karateschlag ist billiger, okay. Ah, der hat auch Plünderer gehabt. Der andere jetzt. Handy, das war glaube ich meiner. Nee, das war meiner. Wurdest du geheilt, ja? Wir gleich nochmal sehen, ne? Ja. Echt ziemlich mächtig, tatsächlich. Ja, der hat Zorn gehabt, genau. Ja. Boah, was zur Hölle? Das will ich erben. Das Pan. Glaube ich nicht. Was wäre ziemlich geil? Bestimmt geht das. Also, aber nicht so, wie wir denken. Hm. Das ist ziemlich mächtig tatsächlich, das ist cool. Ich muss jetzt noch ein bisschen leveln. Okay.
Das heißt, wir sollten uns erstmal auf eine erste Ebene rumtreiben oder zurückgehen sogar oder so. In das Gras, ich weiß ja nicht, irgendwie. Weil immer nur ja. Die gleichen. Hm. Wir müssen ja nicht auch nicht die letzte Level, wir können erstmal nächstes Mal besser weitergehen und wir können das auch später leveln oder so ein Kram. Ja, so ein bisschen hier und da. Ich mache jetzt zumindest mit dem so lange, bis der K.O. geht oder so. Das kannst du ja auch machen, nur bei dir hält das länger. Du könntest auch mit Vieh einfach heilen, ne? Hm. Könntest du auch. Hm. Wolltest du heilen, oder was? Ja, ja. Ich glaube, die Standardsalbe ist nachher sowieso ziemlich nutzlos. Ja. Kann ich die ruhig mal ein bisschen nutzen. Ich meine, das Seib hat jetzt auch Level 11, so wie das, was ich dir gegeben hatte. Und anscheinend bekommt er nicht mehr Erfahrung, ne? Also, muss ich das tauschen, da deswegen nicht. Hm. Bin dann schon echt aufs Paaren gespannt. Ja, ich auch. Pokémon Paaren war ja so, dass dann beide so ein Ei kriegen, ne? Nee, einer kriegt ein Ei. Halt. Wenn beide immer was hingeben? Immer das weibliche. Achso. Ich hoffe, hier ist es anders. Ich kenn's aus anderen Spielen auf jeden Fall so, dass dann, wenn man im Koop das irgendwie macht, dass dann beide das Kind kriegen, anstatt normal nur einer halt. Weißt du? Will ich sterben? Achso, nee, höher. Da. Hm. Okay. Nett. Heilung ist cool. Oh Mann. Ja, tatsächlich. Wenn ihr den ein bisschen pusht, dann geht das mir sicher richtig gut ab. Hier nachher auch irgendwie so ein EP-Teiler gibt, dass man quasi dann auch für die unteren oder ob die es bewusst so machen, dass man hier das wegen dem MMO-Effekt nur. Ich könnte mir vorstellen, nicht, aber weiß nicht. Weil man ja eh immer so Doppelkämpfer hat? Hm. Wer weiß. Hm? Da überlege ich gerade tatsächlich, ob das nicht jetzt Level sinnvoller wäre, wenn man das Ziel wieder auflöst. Weil du dann quasi dein Stärkstes mitnehmen kannst und dein Schwächstes zum Leveln und dann quasi einfach immer mit dem Stärksten die One hittest und das Schwächste dann die. Gerade weil du so ein Psycho-Ding hast, ne? Ja, genau. Mhm. Ich frage mich auch, ob das dann nicht sinnvoller wäre, weil so kriegen unsere beiden halt extrem harten Schaden. Ja. Ich meine, das geht trotzdem. Ich hab noch null verstanden, wie das mit dieser Synergie funktioniert. Dann soll er angeblich im Team im Koop kämpfen automatisch etwas stärker sein. Aber ich habe. Wenn man. Ich habe gelesen, dass. Also einer der NPCs hat es, glaube ich, gesagt, dass wenn man die gleichen Elemente hat, aber das scheint irgendwie nicht zu sein. Ich denke, das ist einfach nur, dass einige Attacken dann halt extra Effekte haben. So wie wir es mit unseren Startern haben, weißt du? Ja. Hm. Hier sitzt natürlich die ganze Wasserfläche. Oder auch nicht. Zu 30% sind da Wasserviecher oder so. Ja. Also mein Kaffee durchdrücken hier. Mit dem unteren, ne? Statt einmal mit dem unteren, ne? Ja, ich glaube, wenn du rüber gehst, einfach ist. Also, auf Controller zumindest der untere sowieso als jetzt ausgewählt. Okay. Ja, das reicht. Schneller. Noch besser. Ja, Karateschlag ist schneller und billiger als der andere Angriff, sozusagen, den ich sonst benutzen kann, aber kann halt nur jede zweite Runde benutzt werden. Ja. Hm.
Prio, ne? Nee, hat gar nicht. Wasserklinge ist einfach nur so langsam. Okay. Au, 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 au. Na, verdammt. Oh nein. Oh, der ist Plünderer. Oh nein. möchtest du ihn haben? Weiß ich nicht. Ich hab ja einen, ja, aber der ist ja Level 4 oder so, ne? Ja. Fang ich den jetzt, okay. Warum nicht? Ich hab ja ein paar Temtem-Karten. Also ich hab mir direkt 30 geholt irgendwann. Ja, ich hab auch. Die sind auch, sag ich, auch unverhältnismäßig günstig im Vergleich zu den anderen Sachen. Ja, ne? Dann ziehen wir jetzt ein bisschen weiter erstmal, ja? Ja. Jetzt ziehen ein bisschen hier. Genau. Ah, das ist mein Genki schon wieder so. Einmal kurz eingewechselt und dann kam der Groll und dann bam. Ja. Wo ist. Wobei, da hat er noch relativ viel Schaden gemacht, weil. Ja. Aber ich muss zurückgehen, okay? Nee, was? Weil Groll macht eigentlich, hat eigentlich 130er Angriff. Wow. Dafür hast du echt noch gut ausgehalten. Ja. Und das ist stärker als mein stärkster Angriff. Da ist nicht dein stärkster Angriff Groll? Nee, ich meine von meinem Hauptteam. Also. Der hat jetzt gerade Beta-Ausbruch. Der macht nur 100. Mhm. Und ist hart teuer. Okay. Oh, ich bin ein Trottel. Ja, was denn? Ich hab grad, ich hab mich mal die Passive von meinem Vieh angucken sollen. Was hieß es? Der hat eine Passive, dass wenn ich ein Schlafmuster ergreife, dass ich aufwacht. Also der kann nicht eingeschläfert werden. Ich kann andere einschläfern, die angreifen und die wachen dann nicht auf. Oh, das ist ja super nützlich. Hypnose war erst ab Runde 2, ne? Ja, leider ja. Ja, gut. Aber das soll ich einfach immer auch benutzen. Das ist ja mega mächtig eigentlich. Ja. Habe ich eine Runde oder zwei Runden, wo ich halt immer safety angegriffen werde. Wenn wir mal stärkere Kämpfe haben, längere. Hier. Nee, verdammt. War ich da unten schon? Ja. Ja, da waren wir schon. Du kannst da irgendwo durchgehen? Genau. Nein! Das ist so verwirrend. Steht auf einmal irgendwo, wo man selber nicht hingegangen ist, weißt du, und dann, ja. Ja genau, das kann ich mich gleich in der zweiten Runde abholen. Ne, also die müssen ein bisschen mehr Varianz schon reinbringen. Die Scale-Höhle ist bestimmt nachher so legendär wie die Zubat in Pokémon. Ja, mit Sicherheit. Ich hoffe, da werden Memes drum gemacht. Tatsächlich. Zubat-Höhle? Ne, um diese Scale-Höhle, ja. Ja, meinetwegen. Ja, nach oben, ja. Ja, kommen solche Kämpfe. Auf Fights. Eure Mikri-Armee. Achso, du bist. El Soto? Ja, so ein Tentem. Finde ich gut, wenn er noch eins hat. Psycho. Luke. Gut, dann werde ich mal meinen Skill ausprobieren. Das heißt, wir sind beide ineffektiv. Ja, Level 10. Ist aber nicht schlimm. Okay. Oma, da wo ich doppelt effektiv bin. Ja, das ist Level 10. Achso, warum ist der Level 10? Ja, hat er überlebt. Ja, Psycho gegen Psycho ist normal Effektivität. Aha. Ja, gebraten. Wenn ich doch bloß zwei Temtem gehabt hätte. Ja, oder ein stärkeres, ne? Hätte ich mal mit EP bekommen, Arsch. Tja. Ja, das ist ein bisschen wie die Nuggetbrücke. Und wie dein Freund hier? Ja. Ja. Ah, ich muss das Elektro-Ding gleich mal an die Spitze wieder setzen. Ja, ich glaube auch. Dass es nicht Elektro-normal ist. Warum sind die alle so schwach? Weiß nicht.
Nee, nicht für. Wir haben schon gegen Level 20er gekämpft, ne? Also, das ist jetzt echt. Ja, ja. Ja, meinetwegen sollen sie machen. Ich hab gewonnen. Jetzt hätte ich gerne, plündern auf dem. Ja. So one-shotten. Okay. Ja. Mhm. Das sind zwei. Zwei gegen zwei, yay! Yeah. Nee, das ist der erste. Ach nee, ach, auf der anderen Seite war aber auch einer. Ein Gegner. Die haben aber alle so einen, glaube ich. Okay. Das ist, glaube ich, so der Witz hier an der Sache. Wind. Hm? Das ist trotzdem überleben, ich bin 10 Level über. Oh, ach was? Aber, wieso macht das nur einen Schaden? Oh, ach Mann. Immer das hier benutzt. Hm. Witzige Geräusche. Mhm. Ich habe das von dem Cypher das Geräusch, das Standardgeräusch. Das ist, glaube ich, auch also, so ein typisches Entengeräusch. Was wir wirklich leben. Was man halt machen kann, weil die nicht Cypher sagen müssen. Weißt du? Mhm. Der vierte. Die Dialoge, ey. Omishi. Oh. Yeah. Und auch noch das Level 1 und die erste Entwicklung ist hier schon. Nicht mal die Entwicklung, sondern das Grundvieh. Level 11, huh. Ja. Wieso? Wieso lebt das? Naja. Ja, das ist tatsächlich der Vor- und Nachteil von diesen relativ geringen Steigerungen in der Wärme. Dass die halt auch, wenn die relativ niedrig sind, das immer noch irgendwie überleben können. Hm. Na gut. Klar, dass die gewinnen, ist fast sehr unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit behält. Hm. Es tut mir leid. Ja. Einfach nur bemitleiden den Typen. Mhm. Ich werde das genießen. Oh, das ist neu. Oh, was? Das ist die Weiterentwicklung von dem. Ja. Ganz cool. Ich cool, das sehe ich, ja. Oh. Riesige Hände. Einfach riesige Hände. Ja. Das ist normal, deswegen ist es leider jetzt gleich One-Shot. Okay, mal 4. Oh. Oh. Yes. Also hat er noch eine andere Schwäche von dir, oder? Normal und. Kampf? Vielleicht? Ja, kann sein, ja. Normal, doch, normal Kampf. So wie es mir fast dachte. Ist Kampf denn tatsächlich eine Schwäche vom Psycho? Meine ja. Also, so, ja. Hm. Interessant. Dann werden wir gleich mal heilen müssen, wahrscheinlich, wa? Echt? Ist doch nur ein Ding verletzt. Und so. Du bist gleich die Chefin und dann. Salbe. Und Salbe plus. Leber. Okay. Hm. Und jetzt der Big Boss. Big Mom. Oh ja. Mama in the house. Da ist noch. Items. Ah. Lady Lottie. Ja. Was? Okay. Hat sie sucht Romanzen? Was? Nicht so schnell. Achso, entschuldige. Ich dachte, du hast vorhin auch so schnell weiter. Hm. Immer rät er sich um sich schurken. Hm. Wir ja, haben die Herren gehört? Ja. Du Bauer. Ach ja. Achso, jetzt müssen wir erst gegen die, oh Gott. Ja. Zweimal Blitz, ja danke. Ah, das ist nicht so gut. Ich könnte Blitz auf dich machen, dann würde ich dich töten und den anderen Kopf schaden. Ich glaube, ich sollte wechseln. Das ist dumm, ey. Ah, was hab ich denn gegen Blitz? Den unteren wieder, ne? Ah, verdammt. Ich hab nichts gegen Blitz. Ja. Auch nicht so wirklich. Fuck. Aber es ist normal effektiv, Blitz, also okay. Ja. Mit. Ist ja. Ich kann ja gleich mit einschläfern, wenn ich es überlebe. Wenn ich es überlebe. Au. Oh. Ja, weil du Psycho bist und Blitz ist effektiv gegen Psycho. Autsch.
Kettenblitz. Au. Ich habe auch nur meine Vögel sonst im Hintergrund, also. Das wird toll. Soll ich Kettenblitz? Nee, komm, erstmal einen töten. Komm schon. Aha, wir haben einen besiegt. Oh fuck, die haben noch mehr Pokémon. Ja, Pokémon haben die ja ganz, ganz viele. Aha. Ah, das ist gut. Den kann ich töten. Also ich gehe von unteren dann, ne? Das Gift gegen Elektro effektiv gewesen, weißt du das noch? Nee, war nicht. What? Oh, der ist selber Gift. Was? Du bist verflucht? Doom? Also, oder? Solltest du wechseln? Hier, warte mal. Ah ja, wenn ich... Das ist unfähig. Also müsstest du wechseln, oder was? Ja. Okay. Hm. Aber, also, stand auch in Erklärung, dass das nicht weggeht, wenn du aus dem Kampf bist. Also, fuck. Was? Nein. Okay, bist eh tot. Das ist ja deswegen angefangen sparen können, dass ich das wegmachen können. Ah, Mann. Das heißt aber, er sitzt aus die nächste Runde auch noch, wahrscheinlich? Ja. Ja, okay. 2 von 3 verloren. Und ich doch keinen, weil die halt nur mich angreifen. Dich, meine ich. Okay. Oh Mann, ey. Könnte Kettenblitz auf mich selber machen. Sollte viel Schaden machen und einen ausschalten. Ja, ist im Grunde egal. Nee, ich... Ja. Zack. Okay, machen wir so. Nice. Vierfach. Was ist denn der? Also, Wasser und Wind, ne? Oh Gott. Ja, Gengi der Trooper. Nein! Komm schon! Ja, komm, dann rück ich jetzt auf den Instant um, oder? Ah, Glück! Fuck, okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch direkt gegen den Boss kämpfen, ne? Nee, ich glaub nicht. Kampf ist relativ hart. Oh Mann. Ja, wir sind nicht wie die anderen. Wir sind der Auserwählte. Ah, nicht immer die Surferin, was ich sehe. Zäh. Zäh. Wenn wir uns nicht auf niederen Knappen verlassen können, wäre ich euch zumindest verbunden, wenn ihr Schweigen walten lassen könntet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und? Noch ein störender Bürgerlicher. Dagegen sie kämpfen. Sicherheit. Kannst du die Helligkeit der ehrwürdigen Hallen nicht respektieren? Persönlich annehmen. Was? Lady Lottie? A.L. Ja, Gräfe von Brayside, okay. Herren, okay. Ich dachte, wir müssen sofort gegen die kämpfen. En garde. Vor allem, weil du ja... Also nicht mal durchtauschen. Geist, ne? Oh, verdammt. Ich kann schon direkt mit Items anfangen. Ich kann was machen. Ja, ich mach Cannabis erstmal. Ah, die hat 5! 5! Ja, das ist mehr als wir haben. Wir werden sterben. Wir sind alle Level 18 mit Sicherheit. Das heißt, wir werden sterben. Ach, fuck. Ich greife mal Cannabis auf jeden Fall an. Belebt wie Beleber eigentlich mit voller Lebenspunktezahl? Ja. Das kenne ich irgendwoher. Ja. Hey, es ist dein Vieh, das stirbt. Alter, ist das gemein. Sehr gut. Okay. Das motiviert mich richtig. Wir werden so rasiert. Ich wünschte, ich hätte andere und nicht. Ja, ja, ich fall auch gerade. Ich hab meine ganze zwei Schlacht Vögel, jetzt unten. Ja, so in der Richtung. Ich versuch mal zu heilen. Ich überlebe es ein bisschen.
Was? Nochmal? War das okay? Er kann Ende nächste Runde nichts machen. Du könntest dann vielleicht einschläfern oder sowas sogar. Wasserstein, was? Was? Ja, Wasserbodenangriff. Richtig geil, ne? Was? Es gibt Kombinationen? Das ist ja krass. Ich überlebe hier den einen. Ich belebe mal den anderen so lange mal wieder. Ich kann auch deine wiederbeleben, theoretisch. Hm. Mein Vieh kann auch Hypnose, fällt mir gerade ein. Was? Ah. Okay. Töten wir jetzt erstmal Calabis, oder? Ja, mach mal. Okay. Solltest du ja allein wegkriegen, oder? Ja, ich denke schon. Ich auf Fokus. Mit dir ausruhen muss. Normale Effektivität gegen Geister. Aha. Bis jetzt der einzige Geist, von dem ich auch weiß, dass einer ist. Das ist, glaube ich, Psycho und kein Geist. Nein, das ist Geist. Gibt es Geist? Hm, okay, das ist vielleicht recht. Fuck. Ah, schon drei Runden weg. Warnsche, das ist Psycho. Scheiße. Den kann ich einschläfern, hoffentlich. Ich wollte den anderen, kannst du Hokus wegmachen, ja, ne? Versuch ich, ja. Oh, fick dich! Bin dich, ja? Was? Einschlag. Ach, komm. Ach, schön. Hm, hm, hm. Hm. Piggepick. Ich benutze Hypnose jetzt auf Piggepick, ne? Ich muss warten. Ich kann noch was machen. Ja. Dann heile ich mich in der Zeit. Schwerer Schlag. Das ist jetzt nicht besonders schwer gewesen. Greif doch mich an, den anderen da. Der eh in zwei Runden Doom ist. Deswegen sollte er dich angreifen, das ist ja sinnvoll. Ja, soll er ja, genau. Ja. Oh, nice. Heißt, den kann ich angreifen, ohne dass, er aufwacht. Würde ich um Warnsche kümmern. Ich kann gar nichts machen. Komm, ich auch nicht. Mhm. Gut. Ja. Dann setze ich eine Runde aus. Benutze Salbe auf den anderen, der noch nicht drin ist. Na du? Oh, jetzt. Au. Bei mir habe ich am Anfang Lag gehabt, ein bisschen. Also, es hängt uns hinterher. Ja? Ja, stimmt bei mir auch. Oh je. Achso, Genki. Oh. Ah, Genki ist Flug. Hast du, ja. Gut. Ja. So, sehr gut. Mach. Kettenblitz? Also. Nee. Du kannst ja auch einschläfern, das andere, ne? Also, mach ich Bahnsche jetzt platt. Ja, ich muss Salbe benutzen. Oder? So. Ja, gut, ich hätte einschläfern sollen. Ja, wie du willst. Alles gut. Aber dann sollte ich mich auf Bahnsche konzentrieren zuerst und dann. Ja, ja. Dann schlage ich mir gleich Piggepick ein. Oh, nice! Ja, ist Psycho und auch noch, stimmt. Ja. Ich schläge mal jetzt Bahnsche ein, dann kannst du dich um den nächsten kümmern, der kommt. Ja, ist auch. Ja, genau. Ja, Hypnose. Auch nicht effektiv? Okay, sehr gut. Dann könnt ihr euch zusammen wegmachen, wenigstens. Ja. Ja, wobei, mit der einen Attacke, die du nächste Runde einsetzen kannst. Wäre es sinnvoller gewesen, wenn ich den anderen Laoli eingeschläfert hätte. Ist ja egal. Hat sich gut durchdacht. Gift ist nervig, der muss weg. Telekinesisch rappen, so. Ich hätte gerne noch eine stärkere Blitzattacke, tatsächlich. Warte, ja, ich helfe dir, den wegzumachen jetzt eben. Mhm. Ah, komm schon. Nicht mich auch noch vergiften, bitte. Ach, so. Leck mich doch. Ah, shit. Ich hab auch gerade nichts anderes wiederbelebt, ne? Also, wenn das jetzt schief geht. Ja, ich benutze Hypnose auf Piggepick. Okay. Alles gut. Du wirst ein bisschen Schaden bekommen. Ja. Oh, du wirst sterben. Eck ich das Ding jetzt nicht auf dann? Greifst du es gerade an? Nee, noch nicht, aber.
Wenn, achso. Ach ja, so, deswegen sterben, ja. Schaffst du das? Hast du jetzt gar nichts mehr? Ich kann jetzt auch leider nicht belebbar benutzen, also ja, ich hab gar nichts. Hm. Auf. Ah, okay, cool, danke. Dann benutze jetzt bitte, Heilung auf dich. Oder wir töten es einfach, oder? Weiß nicht, also... Ich schaff's nicht, das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Ich hab keine, ich hab gar keine Energie, ich muss mich erst wieder erstmal regenerieren. Geht nicht also anders. Du heilst dich jetzt? Ja, ja, ich heil mich. Ich hab, jetzt bring ich mich selbst zurück, okay. Jetzt gleich. Kein Sinn. Ich werd's jetzt angreifen dann. Okay. Hoffentlich. Mach ruhig. Okay. Sollte dann nächste Runde zumindest tot sein. Einen Schlag von ihm sollte ich überleben. Ja, läuft. Ja, komm, Telekinese beschrappnell. Business, du bringst ihn jetzt sowieso um. Yay. Oh Gott. Danke, ist zum Glück auch schnell. Okay, die Kämpfe sind auf jeden Fall sehr. Aber sie war jetzt irgendwie einfacher als die beiden davor. Das ist irgendwie. Fandest du? Ja. Yeah. Schick dich etwa Percy, oh. Okay. Die davor mich, die haben mich ja direkt drei Viecher von mir rausgenommen, und zwar innerhalb von Sekunden, das war ja richtig mies. Aber gut, ich hätte einfach das falsche Setup dafür, die haben ja nur Konter gegeben. Schlüssel zur windgewandten Festung, mhm. Ja, können wir jetzt Dings mit befreien. So, erstmal wechseln hier. Erstmal Item sammeln. Wenn hier oben jetzt auch Pokémon erscheinen? Okay. Oh, nice. Duft, also wir können vermeiden... Mhm. Toll, 10-mal Duft, danke. Danke für nichts. Sturz vor Statusveränderung, die nervig war. Hm? Ja. Können wir die Tante befreien? Mhm. Also hier kann man kämpfen anscheinend, ne? Hier sind Leute, ja, ja. Die kämpfen. Hier oben noch was Neues. Oh, ist er. Ich denke, das Psychovieh, oder? Oh, Psychovogel? Denke, brauche ich noch. Okay, dann töte ich es direkt, ne? Das wäre nett, danke. Ah, sehr schön. Soll ich es vergiften? Ich weiß nicht, ob das was macht. Ich mache auch vergiften. Ich kann nichts machen. Ich werde es umbringen wahrscheinlich. Das ist irgendwie doof. Wieso? Weil ich... Ich glaube, Energiemanipulation bringt es, glaube ich, um. Ich probier's. Mach deine schwächste Attacke einfach, ja. Ja, das ist... Weil die ist halt gebufft jetzt, die Attacke. Sind nicht, nicht effektiv? Geht. Passt doch, siehst du. Au. Was denn? Ja, vielleicht lässt sich das einfacher fangen, wie bei Pokémon. Jetzt ein Status-Effekt drauf hat, obwohl es irgendwo stand, also nehme ich an, das ist tatsächlich nicht so. Ich glaube schon, dass es auch so ist. Also ich hab schon ein paar Mal eingeschläfert und so ein Kram, das hat ganz gut geklappt. Also ich habe generell irgendwie, also einfach die Dinger leicht gefangen. Halt. Können hier meinetwegen auch ein bisschen an der Spitze noch bleiben? Ja. Und nochmal gucken. Ich würde vermuten, dass er einen Psychovogel hierher kriegt. Ja, ich muss aber eben kurz einmal die Kleinen füttern, sonst rasten die komplett aus. Okay. Soll ich kurz stehen bleiben so lang? Besser ist. So, dann warten wir eben.
So, wieder da. Baby, hab mich kaum bewegt. Kaum bewegt? Achso, ja. Immer. Ah. Hä? Handel? Immer an. Ja, danke. Achso, diese Nachricht nicht mehr anzeigen. Okay, bestätigen. Fuck. Bin bereit. Danke. Was, warum? Bitte Beleber geben! Danke. Okay. Yay, so. So, wo Beleber geben? Mhm. Team. So. Aber das ist hier oben noch ein bisschen leveln, oder was? Ja, ich will halt gucken, ob es hier, also wenn es hier andere Viecher gibt, dann gibt es hier hoffentlich das Psychoflugding. Was wir für die eine Quest brauchen. Scale hier oben ein bisschen. Ja, also, ja. Ich würde halt schauen, bis alle meine Viecher so ein bisschen K.O. sind, so. Sich das dann lohnt, die Heilung zu benutzen. Ja, stimmt, sie auch, also, ja, auch schon können. Das wäre, aber wir sind einige K.O. Sich das auch schon gelohnt. Ja, egal. Aber irgendwie passiert hier nichts. Also, ja, ne? War jetzt nur einmal. Ein Vieh gefunden. Noch mal hier hinten so ein bisschen rum. Aber hier, also, es kann ja passieren anscheinend, das ist nur selten. Ja. Nice. Ah ja. Gut, dass wir zu zweit sind. Hey, noch ein Genki. Ah, okay. Hey, Schwanztyp. Wir haben ja gegen einen Hokus gekämpft, ne? Ich hab grad nebenbei nochmal so eine Liste aufgerufen von den Bekannten. Ja. Die Weiterentwicklung davon heißt Pokus. Pokus und Pokus. Das ist super. Also, hast du den dritte Filibus oder was? Ich weiß nicht, ob es einen dritten hat. Also, da wäre auf jeden Fall noch eine Nummer frei. Also, weiß ich nicht. Es gibt in dem Wiki so eine Liste auf jeden Fall. Hier. Yay. Gibt ein bisschen mehr Erfahrung als untenrum, aber. Weiß ich nicht. Oh. Hier muss man so lange warten, bis man einen Fiek findet, ne? Ja. Können wir auch nach unten gehen und erstmal weitermachen? Ja, ach, alles gut, wir können ja eben kurz. Okay. Gibt's da gibt es selber hier oben. Da gibt es ja auch Hokus hier oben. Weiß man ja nicht. Das wäre cool. Oh. Oder auch nur Genkis. Ohne Ende Genkis. Auch immer nur einzelne bisher, ne? Oh, doppelter Schaden. Gegen Elektro? Ja, Kristall gegen Elektro leitet ja nicht und so. Okay. Macht Sinn. So. Oh, was hat er denn hier? Krass. So ein Pferd, das Ding. Nightmarek? Ja, ne? Ja. Krass. Ja, ein paar von den Leuten waren schon mal weiter. Immer deutlich weiter, scheinbar. Ah. Oder sie hatten Glück und haben irgendwie durch
ein paar von denen, die supportet haben, glaube ich, auch Eier und so ein Kram bekommen. Wirklich? Okay. Also ich glaube, das ist ja merkwürdig. Auf jeden Fall, wenn der im ganz hohen Bereich supportet hat, hat er wahrscheinlich bekommen am Anfang. Direkt. Okay, oh, zwei. Oh. Gut, dass ich effektiv gegen die bin. Eins davon würde mich töten. Unten zuerst, ne? Ja. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ach nee, der hat den anderen gebufft. Ja, das ist noch besser. Besser, keine Elektroattacke gemacht hat. Ja. Eiswürfel ist auch seine Standardattacke, ist keine höhere oder sowas. Also so. Die hat einen Bonus, wenn sie mit Wasser kombiniert wird. Was habe ich gerade bekommen? Kristallisieren. Macht stärker. Ja, wechseln wir erstmal aus. Das benutzt du auch irgendwie gar nicht, ne? Was benutze ich nicht? Nee, wozu auch? Wozu verteidigen, wenn ich stattdessen so viel Schaden machen kann, dass ich Kampf bestimmen kann, so, weiß nicht. Dazu müsste das Ding halt vielleicht einfach mal billiger sein als eine normale Attacke, so, weiß nicht. Wenn ich das einsetze halt, wenn normale Attacken gerade zu teuer sind. Das wäre so meine Logik, wie ich das balancen würde. Boah, ich hab Werte, die sich bei mir gar nicht steigern. Warte mal, was ist das? Ausdauer manchmal. Also der zweite Wert ist ja Ausdauer. Irgendwie triggerst du immer einen Kampf, wenn ich hier oben rumlaufe. Das Gefühl. Aber hier oben scheinen auch keine Kämpfe zu sein, eher noch. Hat der da die Weiterentwicklung von deinem Vieh oder ist das das normale? Ne, ist das normale. Okay. Ne, das normale. Okay. Okay, hier sind nur Genkis. Wir sollten nach unten gehen. Crystal Formu. Könnte doch ein Name sein. Wenn du Flug wärst, dann würde ich die tatsächlich one-hitten mit der Attacke. Dass so eine, dass die Bonus kriegen würde. Naja, passt. Reicht vollkommen. So, gehen wir runter, ne? In meinen Weg. Befreien wir die Tuse. Ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich mag auch tatsächlich die Hintergrundmusik hier. Ja, das ist echt schön. Sanfte, klassische Musik eigentlich so ein bisschen, ne? Streicher gerade zum Beispiel. Ja. War das so weit zurück? Ja, ne? Ja. Noch ein weiter. Oh. Ja, ja, ja. Ey. Ui. Erde ist gut gegen Kristall, ja. Also Kristall soll hier irgendwie ein bisschen so ähnlich wie Glas sein, so, ne? So. Ja. Weiß nicht. Mit der Ausdauer ist echt ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ja, ich frage. Relativ viel Sinn, tatsächlich. Ich frage mich auch, ob das. Also man bekommt ja 3 Ausdauer nach jedem Ding momentan. Ich frage mich, wenn man mehr Ausdauer maximal nachher hat, ob man dann auch mehr generiert. Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht, also weil wir jetzt so alle unter 30 Ausdauer haben, oder so um den Dreh, dass man dann auch nur immer 3 regeneriert. Und wenn man nachher 40 hat, dann vielleicht 4. Ne? Versuch mal die neue Attacke. Einfach nur, weil ich gucken will, wie die aussieht. Hätte ihn natürlich auch töten können. Naja, gut. Okay. Ah, okay. Habe ich die neue Attacke mal gesehen? Gut. Ich habe darauf nicht geachtet, verdammt. Ach, Kacke. Oh nein. Ja,
Sieht aus, aus wie eine Attacke, wobei er sich opfert oder so, ne? Ja. Knack, knack. Ich hoffe, ja, gut. Kann Seipert noch ein bisschen Erfahrung abstauben. Jetzt sollte ich kurz meine Viecher heilen. Hab ich nur noch eins. Also, das volle Papier hat. Nicht wahr? Naja. Sense benutzt. Genau. Das hätte ich gerne auf dem Shortcut oder so. Oder, weiß nicht, ganz oben gelegt oder sowas. Favoriten gesetzt, irgendwie sowas. Wasserwache. Kann man machen? Was? Nee. Hm. Moment, sind wir da nicht stärker als sie, wenn sie gegen die Frau verloren hat? Rein theoretisch. Aha, vielleicht war sie einfach, hatte sie einfach nichts dabei. Okay. Ey, gib mir gefälligst mein Surfboard. Ja, ne? Ah, wie gemein. Ja, hinterher! Ich soll sie begleiten. Ah. Hat sie nicht gerade gesagt, sie soll sie begleiten? Wieso begleitet sie jetzt nicht? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht hat sie auch mit ihren Temtem geredet. Gar nicht mit uns. Hm. Aber was Neues, was wir noch nicht gesehen haben hier. Hier drin nicht, ne? Ja, doch, hatten wir auch schon mal bestimmt. Moment, da. Hier, sieh meine Kristalle an. Möchtest du sie nicht kaufen? Sie heilen. Hm. Und versprechen ein langes Leben und bla. Das sind quasi Heilsteine. Genau, das sind Heilsteine, siehst du nicht? Ja, schwerer Schlag, du mich auch. Er hat's wohl nicht geglaubt. Riss meinen Schwanz. Na, ja. Hm. Hey, du bist wieder voll. Die Heilung ist echt gut, mein Gott. Ja, ja, ja. Er wird später zum. Der hat Shiny gehabt. Ein Schweini? Schwarz. Ach so. So ein Schwein in. Okay. Der ist mein Fuchs in. Also den Fuchs in den Scale. Den Shiny da gerade gehabt. Aha, okay. Cool. Hm. Ach, sehe. Oh, nee, warte. Ja, okay. Nein! Ich fange Temtem. Leck mich! Ah! Fick dich, du war NPC. Ich wollte hier die Maschine ansprechen. Hm. So, dann könnte ich jetzt wieder mein schwächeres Vieh rausholen, ne? Mit der ein bisschen trainiert. Aber wie unverhältnismäßig teuer die höhere Salbe im Vergleich zu der unteren ist. Salbe? Gibt's hier beide? Ja, nee. Ja, kannst Salbe Plus hier auch kaufen. Ja, 80. Ah, ich meine, die billige ist auch ganz schön teuer. 80 für so ein bisschen Heilung. Ja, geht. Boah, wie viel Geld du einfach hast. Ja, ich hab ja nichts ausgegeben für Tränke oder so ein Shit. Ich kaufe ständig welche. Echt? Zu? Ja, ich sollte vielleicht. Ja, ich bin halt. Das ist von Pokémon halt gewohnt, dass ich halt eins benutze und das halt die ganze Zeit benutze. Und das klappt ja halt nicht. Nee, das geht nicht so ganz. Muss hier so ein bisschen hin und her wechseln. Hm. Ja, lasst mich. Sieht tatsächlich verhältnismäßig selten Leute wie so mit diesem Affenstarter. Meistens haben irgendwie. Ja, weil warum kann man das nicht vorher machen, so wie immer halt, und dann würden das auch Leute nehmen. Hier, die hat eine Quest, weißt? Ja, von der musst du die Salz besorgen, keine Ahnung. Ja, warum wird das noch mit Ausrüstung? Ach nee. Okay. Ich hab sie angenommen. Ich hab sie angenommen, ja. Komisch. Naja, ist egal. Irgendwie starten jetzt hier gar keine Kämpfe. Also, nicht schlecht. Vielleicht, wenn wir in der Nähe sind eher oder so. Einen kleinen Wasser. Du musst es ja verschreien. Ja. Oh. Ganz gefährlich. Nope, das war schlecht. Ui. Gar nichts.
Hattest du dich gar nicht geheilt? Doch, doch, hatte ich. Achso. Wurdest im Kampf schon wieder beschädigt, ne? Ja, mich war. Doch. Ist gut, wenn die dich immer ein bisschen angreifen. Wenn ich ungefähr denselben Wert wieder heil, ist in Ordnung. Ja. Also, ich meine, perfekt läuft der Multiplayer jetzt auch nicht, ne? Also, wenn du in der Oberwelt jetzt guckst, ne? Das ist ein bisschen komisch. Zum Dojo direkt, oder? Ja. Okay. Wo war der denn nochmal? Der rechten Seite. Nee, da, ja. Ja, da hinten. Ah, ja. Was steht da? Oh, Moment. Fuck, ich bin runtergefallen. Ja, auch. Ach, so ein Rätsel. Okay. So, okay. Das sind die Karte. Okay, die Karte. Rechts, oder was? Ach nee, da kann man nicht. Hm. Ja, okay. Da, wo ich nicht bin. Aber. Okay. Mhm. Was? Okay. Herr Drache. Ja, das ist auf jeden Fall die Arena, wo wir eigentlich beide Dings haben sollten, glaube ich. Einen Elektro-Pokémon. Ich hab nur Wasser gerade, erste Runde. Hm. Ey. Ja. Harter Schlag. Ne. Hättest du aber auch denken können, wenn die Elektro-Pokémon alles wieder auf dich drauf geht. Ich heile mich übrigens auch, wenn du K.O. gehst. Cool. Au. Cool. Nicht mal effektiv, also einfach nur. Cool, ich kenn's von meinen Schlagen dabei. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob Kettenblitz. Das Nessa. Nessla. Das könnte ja tatsächlich auch Blitz sein, ne? Machen wir Wimpflamm erstmal weg. Ist ja vielfach schwach. Mhm. Okay, Gift ist gegen das Vieh effektiv? Ja, Gift ist gegen Wasser effektiv. Ach, okay. Mhm. Ganki entwickelt sich also nicht auf Level 20. Oh, ich hab's geheilt. Oh, lol. Das Ding will ich haben. Für mein, also als, damit ich das Kettenblitz immer heilen kann, weißt du? Oh, das ist ja super. Das ist ja super, hier in dem Wind. Wechseln. Ja. Das ist mir sonst etwas zu heikel. So. Jetzt bin ich da oben, wo du mich hingeschickt hast. Das ist ja auch interessant. Ja. Oh, scheiße. Okay. Bin ich in die reingelaufen. Ich dachte, das wären normale Leute oder so. Scheiße. Ah, okay. Aber mit Blitz kannst du auf jeden Fall, glaube ich, den Sarko wegmachen. Das fliegt auch, ne? Das Pflanzenvieh, glaube ich. Hast du nicht auch so einen Saku? Weißt du das nicht? Ich nicht auswendig jetzt aus. Das fliegt ja doch, das müsste fliegen, ja. Mhm. Nee, ist nicht. Oder auch nicht. Ist der noch 4 jetzt schon?
Er ist OP. Wer ist OP? Ja. Ja. Arbeite mit an Nessler, damit das weg ist. Ich muss mich erstmal heilen. Achso, okay. Ja, ich werde es nicht so runter dauern, also halte ich lieber einmal. Ja, aber du bist jetzt an genau dem gleichen Punkt, wie du eben warst, weißt du? Ja, ich wäre jetzt aber weg gewesen sonst. Ist ja völlig egal. Ja. Na gut. Wenn aber keinen Sinn, jemand zu abfahren, dann gibt es auch keine Erfahrungspunkte. Oh shit. Aber wenn sich der Kampfverlauf dadurch nicht ändert, ist das ja. Also, nur zu teilen. Mal Crystal. Bist ja gerade Pflanze, ne? Ja, sehr gut. Also Natur, meine ich. Oh shit. Wieso? Ja, Saku erst. Mhm. Ja. Yeah. Ungeil. Crystal macht sau wenig Schaden. Alter, was? Warum hält das Gift bei ihr jetzt 4 Runden? Weiß ich nicht. Wieso ist es bei dir so schneller, bei mir ist es voll verzögert? Du quatschst die ganze Zeit schon, bevor es bei mir jetzt sichtbar wird. So, War vorhin bei dem einen Kampf auch so. Also andersrum dann sozusagen. Ich glaube, nach dem Kampf muss ich jetzt tatsächlich schon wieder raus. Oder, naja, zumindest den Äther da benutzen, das heilen Ding. Oh, cool. Ja. Warum doppelter Schaden? Moment. Weil Stein. Ist das Ding Stein? Nee, das ist doch Gift, oder nicht? Das ist Stein. Ich dachte, der wäre Gift und. Also, so wie Zentara hier, weißt du? Bin mir nicht sicher. Ich mach doch mal weg. Ja. Schaffst du den? Ich hab mir gerade halbes Leben abgezogen, ne? Okay. Auf jeden Fall dich. Au. Bringt Vergift mehr als. Achso. Könnte besser sein. Oh Mann, richtig schwer wird's erst, wenn die Gegner auch einmal 6 Viecher haben. Oh Mann. Ja. Willst du jetzt komplett aus dem Dojo raus, oder? Also nicht, müssen wir. Weiß ja nicht. Ich benutze jetzt Heilung, genau. Komm ich denn hier weg? Achso. Ja, und jetzt? Ja, achso, ich darf nur nicht rauflaufen, wenn das gerade boostet. Alles klar. Ach, fuck. Ich bin hier bei dem nächsten Trainer. Soll ich den ansprechen? Ja, mach mal. Okay, da sind auch zwei Items. Achso, hier, okay. Muss ihn gar nicht ansprechen. Der ist einfach nur so da. Ja, das ist wahrscheinlich der Deck vom Boss. Ja. Aha.
Jetzt die Frage ist, wenn man den jetzt besiegt, den Trainer, ob man dann auch. Er hat gerade gesagt, verwöhne dein Temtem mit Tränken. Die gehen aufs Haus. Das heißt, er ist einer der NPCs, die meinen Temtem Essenzflasche wieder auffüllen? Nee, oder? Es ist leer, nee. Oder hat er jetzt unsere Viecher geheilt? Ja, aber wahrscheinlich, weil einfach Beleber und Tränke da lagen, deswegen. Achso, so ist das gemeint. Das ist aber natürlich die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt die besiegen, ob darauf wir dann auch. Hier kommt noch ein Kampf vorher. Wir kämpfen können. Ah, okay, noch ein Kampf. Also willst du danach noch zurückgehen und nochmal gucken, ob wir da irgendwo noch... Da unten, guck mal, unten rechts zum Beispiel sind ja noch welche. Ja, also sollten wir noch rumlaufen, ja. Barak. Ich frage mich, wie wir wieder rauskommen. Außer mit dem Rauch. So schlimm wäre Rauchbombe jetzt auch nicht. Kettenblitz sieht so gut aus, ne? Machen wir mal. Auf mich. Ja. Anscheinend müsste so weg sein. Hoffentlich. Wieso ist der zuerst dran? Was? Ach ja. Boah, das ist ja gemein. Ach, ihr könnt mich mal. Oh, das ist gemein. Ah, das ist ja. Mach ich nochmal Kettenblitz? Auf, töten die jetzt auch so, ne? Welchen greifst du an? Egal, die haben 5, ne? Die 5? Ja, die haben 5 hier. Ja. Kampf und Wasser. Das normale wäre ich effektiv gewesen, schade. Kommt beim Karma an. Ja. Ich bin effektiv gegen. Yeah. Muskulös. Okay. Mhm. Oh, guck mal, da bin ich vierfach effektiv gegen. Na schön. Aber das ist das erste Zweck noch. Ja. Das habe ich gern. Der Katschus überlebt jetzt noch. Setze ich jetzt gleich Strom ein oder setze ich jetzt gleich Strom ein? Ich brauche unbedingt mal irgendwie Kugelblitz oder so ein Shit, oder? Ne? Auch eine starke Attacke auf jeden Fall. Wobei er auch mit Gleichstrom irgendwie so ziemlich an den Rand seines SP-Leistens kommt hier. Jetzt habe ich meinen Apfel auch aufgegessen. Oh, schön. Also einmal rausporten wird. Ja, wollen wir. Achso, wir müssen porten, ne? Warte mal. Nee, warte mal, wir können auch fallen, oder? Nee, geht nicht. Nee. Warte, ich mach. Willst du oder soll ich? Ja, ich mach. Du hast gar keine mehr, oder? Doch, doch, ich habe eine gekauft nochmal. Was? War das der letzte, an dem wir gerastet haben? gut zu wissen. Also rasten wir dann nochmal in der Stadt, ja? Ja. Okay. Ich will, dass sich das Ding entwickelt. Ich will wissen, wie das aussieht dann nachher. Ja, bei mir auch. Also das Genki. Hey. Was bist du? Yay. Zeit für Kettenblitze. Ja, es geht, dass ich effektiv bin. Ah, nee, ist nicht effektiv, dann nicht. Wind. Unten, so. Es ist sehr gut, wenn du die Dinger gefangen hast, dass du dann auch weißt, was effektiv ist und was nicht. Ja. Also das hast du auch schon bemerkt, dass der Kreis dann eine andere Farbe hat, ne? Ja, klar. Okay. Naja, zumindest vergesse ich jetzt nicht, zum Pokémon Center zu gehen. Temtem Supermarkt Dings, was auch immer, wie es heißt.
tap, 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 tap. Hua, sagt er. Hua. Ja, wenn er so einen Sprung macht da manchmal. Dann hat er jetzt tatsächlich auch mal seinen Voice hier. Ja. Oh yeah. Kettenblitz. Ja! Auf mich oder auf die? Ja, lustig, wenn das jetzt einer überlebt. Okay. Das wäre tatsächlich ziemlich witzig. Aber dann müsste es, glaube ich, ja, das trifft jetzt natürlich alle. Weil einer gestorben ist schon. Ah ja, stimmt. Level up, Entwicklung? Nein. Schade. Ich sollte in der Liste einfach mal gucken, ob es da eine Entwicklung zu gibt. Aber nee. So. Pokémon-Dings war hier irgendwo. Da. Hätte ich denn noch was im Lager, was ich mitnehmen könnte, was sich lohnen würde? Ja, bei mir ist es wahrscheinlich Genki. Das Scale könnte ich mitnehmen, statt nichts. Sollte ich das Tuvai wegpacken erstmal? So generell. Dann bin ich wesentlich mit so vielen Vogelviechern beladen. Aber das Turak mag ich eigentlich mehr als das. Das ist mächtiger. Das war's. Ja, die Entscheidung ist ja Farak oder Tuvai, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Entschuldige. So. Sondern nur den richtigen Weg finden. Mhm. Ja, rechts, dann waren noch Gegner, ne? Ja. Unten, rechts. Ja, das ist der richtige Weg. Ah, Frischfleisch. Aha. Temtem los. Danke. Krümmel, lass das. Das ging letztes Mal schon in die Hose. Ich hätte dem Kampf-Pokémon erstmal Muskelzuckung beibringen. Bin ich davon gegen irgendwas effektiv? Gegen Kampf? Wahrscheinlich? Tatsächlich, ja, gegen Seipert. Oh, ja, Mist. Nee, passt doch. Achso, ja. Gegen GFR. Okay. Ich war ein bisschen drüber. Ah. Hast ja genug SP. Ausdauer ja, heißt es, ne? Die kostet 23. Ja, ja, ja. Greif den Piranha an, ne? Ja, okay. Willst du Hypnose probieren, oder? Ja, ist gut. Okay. Ah, ärgerlich. Und wieder der Piranha. Viel voll süß. Ich finde die erste Form irgendwie besser. Also so vom Süßfaktor. Echt? Ja. Okay. Weil wenn es angreift, dann legt sich so auf die Seite und so. Ach ja. Achso, ja. Ah. Okay. Wird es gegen, wird nicht sein. Ja, Psycho, aber gegen Psycho schon. Das ist ja, ne? Come on. Sehr schön. Gibt es gegen Natur effektiv, genau. Ganz gut, dass Käfer hier unter Natur fallen einfach. Spart man sich einen ganzen Typ. Der auch in Pokémon ja nicht so nützlich aussah eine ganze Weile. Was sind wir jetzt? Haben wir hier, ne? Rechts war ich noch nicht. Oh. Nein, ich wollte da noch gucken. Da war noch ein Item.
Ah, zurück. Oh, fuck. Wo? Also, wenn man hier da weitergeht gleich. Okay. Hm. Also, im Raum oben rechts. Quasi. In der Ecke da. Ja, woanders hingelaufen. Wahrscheinlich hätte ich zu dir geportet, oder? Du bist jetzt zu mir geportet, ja. Okay. Ja, ich bin nicht effektiv. Ich glaube, ich dagegen irgendwas effektiv. Weiß ich gerade gar nicht. Macht Wind nicht mehr Schaden gegen Natur dann? Hm. Ja, natürlich. Ich will mir die Seite mal kurz aufhalten. Ja. Zeit. Hast ein bisschen Zeit, ja. Irgendwo. Ja. Mhm. Mal kurz was nach dann. Ja, komm, ich greife einfach mal Tour 4 an. So. Aha. Krümel! Hey! Oh, ich wusste es. Wow. Danke. Ja, ich glaube, ich wechsle mal. Wenn nichts Effektives hier und dann verschwende ich, glaube ich, nur Zeit, die auf dich prügeln. Nehmen wir das. Der bei der Natur, die Gegner, ne? Ach komm. Er ist nicht eher an dem Gift gestorben. Also, ja. Ja, ich hätte hier noch eine einstechen können. Achso. Den unteren zuerst? Ja, ne? Ja. Yay! Ah, wirklich? Alle benutzen das gleiche? Nee, nicht ganz. Los, stirb. Hm. Leben beide Gegner noch. Hm. Hier, Crystal. Mhm. Muss Akku töten, hoffentlich. Ja, vergifte halt mein ganzes Team. Komm. Immerhin nicht meins. Aber immerhin verprügeln sie jetzt diesmal mich. Das ist nicht immer nur auf dich. Natur ist gegen Wasser und Stein effektiv. Hm. Aha. Das ist ja nicht Natur eben, ne? Also. Psycho ist gegen Normal und gegen Kampf effektiv. Oh Mann. Elektro ist einfach mal gegen Wasser. Psycho, Wind. Und soll das Stahl sein? Ich glaube Stahl. Stahl gibt's nicht. Digital effektiv. Ah. Tonikum, aha. Okay. Ich glaube, dann habe ich jetzt alles im Raum gelootet. Ist mir so, was ich so gesehen habe. Alle Kämpfe auch gemacht. Würde man jetzt nochmal zurückkommen? Hm. Bei dir doch was? Wie bei mir? Oh. Wo du jetzt hin bist. Was? Ach so. Ah, okay. Ich war da auch, hab ihn aber nicht angequatscht. Hast du ihn direkt angequatscht oder hat er dich einfach nur gesehen? Nee, hab ich nur gesehen. Ach, scheiße. Okay. Ah, wird schon. Mit zwei Genkis ist der easy. Alter, Level. Puh, was? Nein. Ich hab keine, also ich hab nicht viele Pokémon, ne? Keine Temtem. Ja, ich auch nicht. Okay, gut. Ich dachte halt, da kommt gar kein Kampf mehr. Und ich heile mich dann vor dem Boss oder so. Ja. Sollte passen. Zum Glück war er doof genug. Easy. Ja. Gib mir fette XP. Oh, ja. Ja, ne. Hat ich mal für Level abgereicht? Oh Mann. Ja. Wie wieder hier. Runter. Oder? Nee, kann man nicht. Nee, nur so aus. Hopp. Weit haben wir schon.
Wie kommen wir denn zurück zum Eingang? Ich möchte nur draußen auf jeden Fall mal heilen. Ne, hier nach. Fuck. Dahin? Ich sag jetzt einfach wieder zurück. Verdammt. Hier geht's weiter, shit, zum Endboss. Also zum die Richtung. Wo vorhin auch waren. Jetzt kann ich auch nicht mal umdrehen. Nur so. Dann heile ich jetzt mal meine Viecher, ja? Oder gehe ich erst hoch? Okay. Gut. Zurück. Okay. Okay. Das ist der Chef. Und wo geht's ja, dahin? Da ist der Eingang wieder, okay. Also ich stehe jetzt vor der Chefin, soll ich die anquatschen? Ja, warte, ich muss auch weiter. Ich hab okay. Ich will bitte einfach ein bisschen mit hinkommen hier. Ich habe mal nicht meine Sense, egal. Ich habe Infight eh nicht benutzen. Mhm. Hast du das mal probiert? Geht nicht. Okay, gut. Ich starte mit Blitz auf jeden Fall. Den mit da rein, so. Yay. Hä? Doch angequatscht. Ja, hab ich. Jetzt. Nachdem du da fertig warst, oder nicht? Bin hier, um dich herauszufordern. Aha. Ja. Wurde bereit geboren. So. Auf den linken auf jeden Fall. Das ging rechts effektiv, ne? Ja. Mhm. Soll ich Kettenblitz machen? Oh, die hat 6. Nee, dann lieber nicht. Verletzt sich ja auf jeden Fall einen von uns. Ach, nö. Wieso bei hier? Weil er die Kombination hat, weil Calabis Gift ist. Ach so. Ja. Mhm. Ja, ne? Ich wollte gerade, dass das eine Kombi-Attacke ist. Ah, scheinende. Alter. Nö? Ja. Nehmen wir den zuerst. Ich bin schneller, ich muss hier auf jeden Fall seine Laoli noch weg. Okay, dann mache ich den anderen jetzt. Weil du Flug bist, habe ich dann theoretisch ja auch noch den Bonus. Ich bin kein, bin ich Flug? Flug und Natur, ja. Du bist nicht Gift. Warum denkst du, dass du Gift bist? Und weil du eine Giftattacke hast? 2? Ja. Macht Sinn. Ich bin auch nur Natur, oder? Nein, Flug und. Am Anfang warst du nur Natur und dann kam Flug dazu. Ja, schön. Warte mal, gegen Elektro. Das Teil ist gegen Elektro gut, ne? Also mache ich dem 80er das Teilangriff da. Der als erstes auf jeden Fall dran ist. Mal gucken. Wen greifst du an? Unten, weil ich effektiv bin. Ja, gut. Okay, das bringt nicht um. Nein, stirb nicht. Auch dich. Danke. Was? Warum ist der vor mir dran? Wo ich eine Prio Plus Attacke habe. Oh, das ist gemein. Was? Oh. Okay, sehr gut. Aber du bist trotzdem ja, ne? Okay. Hast du noch ein Flugvieh? Giftiger Abschied, was? Ja. Keine Chance. Zeitstaub. Die flog nicht effektiv, ne? Ja. Du hast normalen Schaden. Macht Flug denn gegen mich? Auch nicht effektiv, okay. Dann prügel ich mich mit dem. Zumindest versorgen, dass sie mehr Ausbeute braucht. Oh nein! Mal 2. Oh. Warum ist der schneller? Beide schneller. Wie langsam du bist. Ja, Crystal ist schwach in der Verteidigung, schwach im Angriff, schwach in der Geschwindigkeit. Ist, Ja, ne? Ja, du hast deinen super Tank auf eigentlich. Schön. Mit Aushalten kommt man aber nicht durch die Kämpfe. Ach ja. Halt, 2 Luftviecher.
Hypnose, ich schläfer, wer soll ich einschläfern? Wie du willst. Pickepick ging auf jeden Fall, der hatte sowas nicht, ne? Tuvai, schläferst du ein? Dann greife ich Pickepick an, ne? Ja. Okay. Ja, oder auch nicht. Puh, ja. Au. Wow. Hitzel ihn. Ja, schön. Ich hab grad nicht mehr wechseln können, das ist mein Elektrisch, deswegen, weil du da schon gestartet hattest. Aber du bist doch im Menü gewesen. Während du im Menü bist, kann ich ja nicht starten, also. Ja, offensichtlich schon. Nein. Also eigentlich wartet er, bis du aus dem Menü raus bist, deswegen. Ja. Muss man Beleber einsetzen. Ja. Werde nämlich Genki brauchen. Überleg mal, wenn die NPCs auch Beleber nutzen dürften, wie krass das wäre. Ja, ne? Was ist das so teuer? Könnte die Kämpfe nicht mehr schaffen. Wäre nicht möglich. Ja, ne, wenn die Beleber benutzen dürften, dann ja. Reicht ja, wenn man selber dann keine benutzen könnte. Ja. Eigentlich. Hey, jetzt kann ich Kristallstoff wieder voller Stärke einsetzen. Heile ich mich erstmal. Darf ich jetzt wenigstens wieder zuerst dran sein, ja? Nee, warum? Nein. Wir benutzen eine extra plus starke schnelle Attacke. Es ist so doof. Ja, weil die deutlich höheres Level halt haben, ne? Klar, sie schneller sind. Fuck. Beides Wind, wahrscheinlich mit der Wind oder hin, so ein kleines Speedboost, keine Ahnung. Ja. Oh, Pegepeg, stirb. Los. Auch Holzhaben mit drauf. Sehr gut. Musiara. Okay. Das ist Wasser, nehme ich ganz stark an. Ja. Machen wir erst Tuvai weg oder? Ja. Unterkühlt. Was ist unterkühlt? Ich hab's irgendwann mal gelesen. Ah, ja, okay. Du weißt auf jeden Fall nächste Runde nicht dran. Was? Soll ich nochmal Beleber einsetzen? Ist aber irgendwie, ich weiß nicht. Vergifte erstmal das starke Vieh. Seine ganze Leiste weg, ne? Also, und hat sich das selber verletzt, also, wow. Vergiften ist ziemlich gut, danke euch jetzt gerade in dem Moment. Der muss jetzt in die nächste Runde eh aussetzen. So, Ja, ich mach Tuvai weg, wir haben nur dann Oceara an. Okay. Ich glaube, dann schaffen wir das sogar. Oh. Also ohne, dass ich wiederbeleben muss. Oh, ist das gemein. Weil Gift ja auch noch sehr effektiv gegen das Vieh ist, also. Können wir das jetzt schaffen, diese Runde? Ist das clear? Ja, komm. Ja? Ist das ein bisschen Angst? Okay. Überlebe ich's? Nein! Ich sollte nicht auf dich hören, ich hab gefragt, also ich eigentlich. Oh, schade. Du hast den Kampf verloren. Oh, 250 verloren. Also verliert nicht alles? Eieiei. Okay. Du verlierst ein wenig Geld. Okay. Training? Ja, aber ich hab doch gegen. Oh. Nö, das schaffen wir jetzt, ist ja kein Problem. Mal, wieso? Was? Halt dich einfach zwischendurch mal, dann schafft man die auch. Ich bin gerade im Loading Screen. Ich war gerade noch eigentlich im Menü und ja, das nicht. Doppelt im Loading Screen irgendwie. Ja. Ja, okay. So.
Kröte. Hm. Ja, kann ich runterspringen. Bist du schon oben? Ja? Bist du schon oben? Nee, noch nicht. Okay. Jetzt aber. Ja, bist du auch da? Kannst ruhig machen. Ja. Die erste Kombi ist tatsächlich das Gemeinste, weil das sein Vieh vergiften kann. Hm. Es würde wahrscheinlich einfacher sein, wenn wir beide quasi am Anfang Laoli genommen hätten und direkt Calabas weggemacht hätten, instant. Warum? Bist du doof? Calabas ist Gift, da machst du nicht doppelten Schaden. Ich habe vorhin da mehr Schaden gemacht, ich habe vorhin mehr Schaden gemacht. Okay, aber welchen? Welchen machen wir als erstes? Ich mache jetzt Calabas. Ja, gut. Also beide auf den gleichen ist besser auf jeden Fall. Da, guck, normaler Schaden. Was hab ich denn vorhin? Egal. Ich meine, dass ich Psycho, mir was mehr Schaden gemacht hab. Ja. Reicht? Ist dein Angriff hier direkt auf den anderen gehen dann, ne? Ach, sehr gut. Da macht das Doppelten. Das ist so merkwürdig, ne? Ja, ich versteh's auch nicht so ganz. Naja, ja. Aber Gift gegen Natur gibt es. Oh, eine neue Attacke. Ja, Gift gegen Natur ist tatsächlich korrekt. Schlagbohrmaschine. Oh. Link halt erstmal weg. Okay. Spasi. Mhm. Okay. Mach ich Luali erstmal weg, ne? Ja. Nicht effektiv? Was? Nee, das ist nur Natur, nicht Flug. Das Ding ist auch Flug. Ich hab doch selber eins. Du hast auch eins, yes. Kannst du nachgucken. Ah. Oh, shit. Autsch. Hm. Giftiger Abschied. Was ist denn giftiger Abschied? Doch, es ist Wind, tatsächlich. Ja. Okay. Warum? Ja, weil durch Entwicklung. Vorher war es Natur und dann. Ja. Jetzt kannst du halt fliegen. Du brauchst Natur im Prinzip, ne? Mit dem? Ja. Wen greifst du an? Ich greife gerade Laoli erstmal. Machst du? Okay. Also dann gehe ich mal auf den anderen mit der neuen Attacke. Hm, mein. Hm. Ah, das nervt. Ja. Das war ganz schön wenig Schaden. Ja, wow. Oh Gott, ich hab gedacht. Ah, okay. Jetzt schon? Hab ich wenigstens Ziel, aber das wäre doof für dich. Warte mal, ich schleife den mal ein. Den? Oceara. Okay, wechsel mal dann auf irgendwas gegen hier, Crystal, gegen Blitz. Hm. Ja, ich muss wahrscheinlich eh umbringen, ich muss halt eh erstmal wieder beleben. Hm. Ach komm! Okay. Ja. Oh. Das Ding hätte dich jetzt instant getötet, wenn du dich den Umbrella gehabt hättest. Oh Mann. Ja, toll, ich hab jetzt noch nicht Hattest du nicht noch ein drittes Vieh, was du hättest benutzen können? Das ist tot gewesen.
Nee, ich meine, was du hättest in die Line abnehmen können. Ich muss irgendwas in der Reihenfolge falsch gemacht haben. Okay. Ich muss mal mein Blindvieh nicht mit rein. Dann würde ich den hier auf jeden Fall töten, hoffentlich. Bin eingefroren. Ach, sehr gut. Fuck, also wenn man unterkühlt wird und dann nochmal, dann wird man eingefroren. Das ist ja nutzlos. Cyberfluss auf. Danke. Auf einfach, dass wir Spasi irgendwie gleich kaputt kriegen. So, durch Glück. Ja. Ozeara hat auch noch nicht das da benutzt. Scheiße. Das hast du überlebt? Ja. Was? Cool. Yay! Yeah. Er hat nur noch 3. Wir haben noch 4. Theoretisch. So, Elektro ist raus hier. Und hat er noch 1? Nee, ne? Ah, das war gut. Ah, sehr gut. Mhm. Ich heile mich jetzt gleich voll, benutze ruhig ein. Kettenblitz? Auf den Gegner, ja? Ja. Okay. Ich bin ja kein Ding, kein Wind. Also ich bekomme ja aus irgendeinem Grund keinen Schaden von. Ich glaube, weil Blitz nicht gut gegen Pflanze ist. Ja, das ist ein Fehler. Obwohl, ja, das kann natürlich sein, dass es das nochmal rausnimmt. Dann mache ich jetzt nochmal Kettenblitz. Blitz macht gegen Schiff, gegen Pflanzen nur 0,5 und ja. 2 gegen Luft, dann komme ich halt nur einfach. Ja. Das ist gut. Mach ich nochmal Kettenblitz. Hoffentlich ist Ozeara dann tot. Oder er macht nochmal seinen Superattack und ich bin am Arsch. Okay, das. Nee. Das geht. Au. Alter. Komm schon, töte bei. Nein, meine Attacke, los! Ah! Er hat noch 1, ne? Oh, das ist jetzt zum Glück nicht mehr das Problem. Ja, dann wechsle ich vielleicht gleich nochmal. Vorhin war es zu weit. Ja, nee, bleib mal drin. Wieso? Sonst heilen. Soll ich hier einfach nur heilen? Ja. Oder warte mal, nee, mal greif du an. Ich heile dich. Nee, ich kann nicht angreifen. Achso, kannst du gar nicht? Nee, ich heile dann. Ist gut. Ich hoffe, du hast jetzt nicht geheilt. Kannst du das nochmal ändern? Wie? Ich hab noch nichts gemacht. Ja, geh auf Ausruhen bei dir. Okay. Gut. Gut, ich gehe auf Ausruhen. Dankeschön. Gebe ich dir auch direkt mal was Schöneres. Mhm. Ulti-Picker, was? Au. Ja, ist egal. Gut. Blitzdingsen hier. Oh, das trifft beide. Picker. Ah, überlebt. Überlastung selbst verletzt, also wir haben gewonnen. Schon, sehr gut. Er kann nichts mehr machen, die Runde. Yay! Yeah. Also angreifen einfach. Naja. Einfach drauf. Weg mit dem. Ich hab übrigens gesehen, ich habe nachgeguckt zwischendurch einmal. Ja. Genki entwickelt sich nach 27 Leveln, plus 27 Level, was auch immer das heißt. Okay. Also vielleicht bei Level 27 oder halt nach dem Gefangenen. Also, weiß ich nicht. Ah, Surfbrett. Oh ja, wir haben TM Surfer bekommen, VM. Oh ja. Omnesien.
Nächster Dojo. Luftschiff. Okay. Kriegen wir das Ticket? Okay. Ja, ne? Kriegen wir ein Ticket fürs Luftschiff? Geil, du bist gerade bei mir über den Dings rüber gemoonwalked, über den ja. Abgrund. Vorhin auch schon mal bei dir gesehen. Erstmal heilen. Oh, alter Vater. Richtig gemein. Einfach nur richtig gemein. Okay. Müssen Wasser-Pokémon fahren gehen? Wahrscheinlich, ja. Ja, erstmal links oder was? Wir denn dafür hin? Da unten, ne, nach unten. Nee, so. Oder den Fluss oben. Guck mal, kann man bei ihr da irgendwie. Ne, die heiße Quelle kann man nicht nutzen. Oben ist da im Pokémon Center. Oben? Da, ja, gut. Oder da unten, da wäre auch eins. Können wir erstmal nach oben gehen, da oben ist ja Sackgasse da wahrscheinlich. Also eher noch, gut. Weißt du? Ja. Ach, ich. Nein, stopp. Nach oben, okay. Ja. Da. Wir auf jeden Fall mal Genki jetzt hochkriegen. Oh, da kann ich ja kann ich auch Genki leveln, das ist eine gute Idee. So. Ich habe auch gesehen, wie die Weiterentwicklung aussieht. Okay. Dadurch jetzt, weil ich nachgeguckt hatte. Oh, werden wir es schaffen? Werden wir uns die 90 SP einstreichen oder nicht? Ganz knapp. War 36 XP nur. What the? Hast du mehr XP bekommen? Glaub ja, ne? Nee. 36. Echt? Ich dachte, das ist ein bisschen davon abhängig, also wie stark die Pokémon sind, aber. Also ich meine, ich hatte auch beobachtet, dass bei meinen Viechern die unterschiedlich viel Erfahrung kriegen für das gleiche Gegner-Ding. Nicht einen anderen angreifen sollen? Ja, wird schon passen. Nicht ganz. Na gut. Marco, was mit Nessie auf jeden Fall eine schöne Team-Kombo aufbauen. Oh ja. Wenn wir beide eins im Team haben, kann man quasi mal durchwechseln. Oh ja. 51 Erfahrung. Moment. Rumtesten hier. Hast du gewechselt? Ja, ich hab mal gewechselt. Was? Genki ist auch Flug? Ja, so. Ist das mir noch nicht aufgefallen? Ich weiß ja nicht. Weil ich krieg ja den Bonus von dir, also muss das auch Flug sein. Interessant. Ja. Ich benutze das ja auch die ganze Zeit wohl. Ist mir nicht aufgefallen. Aber mich anranzen, weißt du? Ja, ja. Wie, du weißt nicht, dass der Krake. Ja, was auch immer. Ja, das ist immer die richtigen. War ich auch ein bisschen harsch. Nein. Oh, alles gut. Oh. Yeah, Kakus. Bitte nicht vergiften. Kettenblitz? Nee, ne? Guck mal, Kettenblitz mit dem Kristallding hier wäre ja auch zum Beispiel auch nicht so schlecht, weil das ja auch nicht effektiv ist. Gegen Kristalle. Ja. Glas leitet ja nicht. Ja. Autsch. Mal einmal die Gegner tauschen. Und unsere Attacken. Ja, toll. Zum Glück sind wir auf dem Weg zu einem Pokémon Center. Jawohl. Ich merke schon, ob es auch später auch so eine Schnellreisemöglichkeit gibt. Irgendwann. Ja, fliegen. Alles ablaufen muss. Bestimmt. Bestimmt wird es fliegen geben. Also so NPCs haben schon in die Richtung geredet. Also. Au. Klettern müssen wir auch noch irgendwann bekommen, ne? Ja.
bin auch sehr gespannt auf die Content-Upgrades, die dann irgendwann kommen werden, die sich dann wirklich dann so an der Formel von Pokémon festhalten und einfach immer wieder neue rausbringen und so ein Kram. Ach so, meinst du, erstmal müssen sie fertig werden, ne? Also. Ja, ja, klar. Also ich gehe jetzt zum Pokémon Center als erstes, weil wir. Ne? Zuck, zuck. Das mach ich auch. Gut. Ah, dann links, ne? Hup. Schon im Wasser? Wir sind falsch. Oh, ein Fomo. Irgendwie das Gefühl, dass ich das Ding nicht haben will. Nachher. Warum, oh, weil es so wunderhübsch wird? Ja, auch. Irgendwie. Das sieht komisch aus. Hat er diese super Elektroschwäche? Ne, die noch nicht, aber die zweite Entwicklung. Wollen wir jetzt eigentlich für die. Fürs Pokémon Farm das Team das in der Gruppe auflösen? Weiß nicht. Weil jetzt im Grunde jetzt verlieren wir halt die X immer noch ein Pokémon. Wir bekommen jetzt immer nur für eins. Wir können auch hier, ja. Ne, wie mache ich denn das? Warte mal, hier unten ist wieder ein Schwimmer. Ich weiß nicht. Achso, da auflösen. Soll ich auflösen, ja? Erstmal? Ich weiß nicht, weil hier ist ein Schwimmer jetzt direkt. Aber ein Kämpfer. Ja gut, dann kämpfe. Meinetwegen. Wir können ja auch zusammen farmen, ist halt nur, weiß nicht. Oje. Ja, Kristall. Oh, der ist hoch im Level. Ja. Weil nur einer ist. Fuck. Besser? Nee, nächste Runde ist er weg, also passt schon. Ja. Greift auch mich an, das ist okay. Werde ich auch noch schneller. Wenn ich Wasser abkriege. Ich sollte den Regenschirm vielleicht mal ausrüsten. Wäre eine gute Idee. Ja. Wenn du schon hast. Ja, hab ich ja. Also, ich würde das vielleicht auch Genki mal geben, das wäre, glaube ich, eine gute Idee, jetzt so lange im Wasser sind. Machen wir mal. Kann ich. Muss ich das von Items ausmachen? Da. Nee. Mach ich den denn weg? Ausrüstung. Ablegen. Ausrüstung, hier. Alles Mann habe ich ja auch, aber naja. Braucht man, glaube ich, nicht so häufig. Ja. Komm. Oh. Oh. Jetzt erst random. Ich finde das übrigens super, dass man die Attacken frei hin und her switchen kann, sobald man in die Box geht. Ja. Das ist sehr gut. Auch den Namen kannst du jetzt halt ändern da, ne? An der Stelle. Ja. Oh. Frag mich einfach, wo man jetzt Oceara bekommt. Danke. Im Ozean wahrscheinlich. Wir sind ja noch in einem Teich. Keine Ahnung. Ja, lieber den Aal da. Natürlich. Ja, wen machen wir zuerst? Wer ist ein gefährlicher? Der untere, ne? Die Ente. Der andere macht Gift. Doppelten Schaden. Achso, ja, dann mach lieber den. Guck mal, machst du den Seipat dann nicht instant weg? Ja, ist egal. Ich glaube nicht. Oh. Okay. Da wirst du nicht hoch genug, ne? Oh ja. Okay. Regenschirm dem anderen gegeben. Soll ich jetzt Seipat wegmachen und dann. Ja, ja. Ich hab. Was gut, ich passt. Ich frag mich ja, was ist das Ding da drüben so mit dem Elektro-Schaden? Ah. Okay, Schaden. Elektro machst du ihm auch doppelten Schaden, aber nicht vierfach, ne? Ja, wahrscheinlich weil er Stein ist. Der ist nicht Stein, der ist Wasser, Gift. Ich sag's dir. ich wechsle mal. Ne, das ist dein Genki. Der Wasserstein als Angriff. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was Wasserstein für ein Angriff ist, aber. Oh. Das ist quasi Tentacher. Okay. Tentoxa ja. Oder was auch immer.
Ist auch interessant eigentlich, dass die viele erste Entwicklungen halt hauptsächlich ein Element haben und die späteren dann noch eins dazu kriegen. Weil die erste Entwicklung von dem war nur Wasser. Ich kurz mal das Genki auch. EP. Gab gut EP? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Sehr wenig, sehr wenig. Okay. Ja, die kommen häufig, die Wasserviecher. Ist gut. Mal gut leveln. Sollte ich Kettenblitz einsetzen? Ja, mach mal ruhig. Aber bitte auf dich selber. Nee, komm, wir töten die auch so. Welches ist denn stärker? Ich hab's auf Seipat gemacht. Mach auch mal auf Seipat und dann, wenn das jetzt stirbt, dann geht deiner halt auf den anderen. Okay. Gut. Ist halt auch nicht die stärkste Elektroattacke, ne? Aber immerhin ist es eine. Zap. Gut gedappt. Zap. 21! Drei, hast du gerade gesagt? Oh ja. Okay. Oh oh. So, denn was ist denn so schlimm daran? Nix. Ja, ne? Passt. Nack. Au. Regenschirm ist echt Gold wert. Ja. Warte mal kurz. Knack. Mikrofon muted. Okay, ich werde gleich abgeholt. Wir müssen gleich nach dem. Okay. Ja, vorher erstmal. Kann ich alleine weiter trainieren? Für mich Pause. Ja. Oh. Ja, kannst du machen. Ja, vielleicht greifen sie ja mich an. Oh, cool, one hit. Ach, schade. Starren! Ja, perfekt. Sehr gut. Pass mal auf mich, aber starren. Das, ja, ist ja egal. Du wirst ja nicht mehr angegriffen, von daher. Ich meckerst du den rum, ja? Knack. Also düdeln wir jetzt noch zurück zum Pokémon Center, also zum... Ja, komm mal. Hab ich ein Glück. Dass wir nicht angegriffen wurden? Ja. So, wie war das denn in der Gruppe? Du musst auf Freunde gehen und dann. Ja, umständlich, ne? Ja, was? So. Ja. Oh, Krümmel! Ach, du kleiner Killer. Mach ich ganz Tisch ab. Ich bin auf jeden Fall später ein Reiz hier, habe ich jetzt schon gesehen. Ja, Mounts gibt's, wenn du Start drückst, ja genau. Ja. Dann sag ich mal, bis später, Theo. Ja, bis später, Theo. Ciao. So, wir wollten noch trainieren. Können uns noch mal ins Wasser wagen, auf jeden Fall. Noch mal ein bisschen weitermachen. Habe ich jetzt das Ding eigentlich mitgenommen? Das Schwanzding hier. Ich brauche noch neues Viech, auf jeden Fall.
Also hier gibt es auf jeden Fall die Formeos. Das ist klar. Und Seipatz. Aber die kennen wir ja alle schon. Ja, ihr beide, genau. Mal gucken, wie Kettenblitz hier funktioniert. Okay, verdammt, das reicht nicht ganz. Aber die Kombi ist gar nicht so schlecht, Crystal zusammen. Mhm. Crystal kriegt auch den Bonus, weil das Flug ist. Mhm. Ole, ole. Yay. Okay. Ich finde es auch schön, wie sich mein Temtem im Wasser spiegelt. Das ist toll. Knack, 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 knack. So, aber den Grind müssen wir uns jetzt nicht im Stream angucken. Also werde ich jetzt hier mal den Stream beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wahrscheinlich wieder im Koop mit Krümel. Kürmel. Wie auch immer. Ciao. Bye, bye.